nicht zu entschuldigen. Und wir sind online. Hey! Hallo Tee. Hallo. Schön, dass du wieder dabei bist, obwohl ihr, wie du vorhin im Vorgespräch sagtest, auch endlich mal Urlaub gebrochen könntet und ganz schön im Stress seid, weiterhin bei Dungeon Fork. Ja. Es ist, wie gesagt, es sind Sommerferien, meine Tochter hat Urlaub. Und neidvoll schaue ich ihr dabei zu, wie sie den Tag genießt. Ich im Büro sitze. Aber es ist Jammern auf höchstem Niveau, weil ich darf Dungeons bauen und Prototypen testen und es ist, man kann sich schlimmer aussuchen. Ja, aber trotzdem, ein bisschen Urlaub wäre fein. Das wär ganz nett, ja. Vor allen Dingen, wenn die Lage es zulassen würde, dass man den vielleicht woanders als auf dem Balkon unterbringen kann, aber allein schon Urlaub wäre ganz nett. Absolut, ja. Wir haben dir heute eine fiese kleine Aufgabe zugeworfen und wir werden an ihr über verschiedenste Themen reden und uns das angucken. Und es war ein Moment von bestürztem Schweigen vorhin, als du sagtest. Und dann habe ich mir von einem der Gebäude schon den Grundriss gezogen und alles nachgebaut und ich dann irgendwann leise zugab, das ist nicht das, wo wir am meisten spielen. Es geht heute nämlich um eine Magierakademie. Schlechtes Briefing, sage ich nur. Oder leicht aneinander vorbeigeredet. Hallo Hund. Und ja, wir haben eine Magierakademie, beziehungsweise eine Möchtegern-Magierakademie, die wir lange im Lab bespielt haben. Und weil wir es versprochen haben, arbeiten wir auch daran, die als eine Spielhilfe auszuarbeiten. Die ist tatsächlich kanonisch geworden für DSA inzwischen. Der Leiter der Akademie ist ein kanonischer NSC, der von Steff gespielt wurde. Und quasi das Gebäude wird dann jetzt auch etwas genauer ausgearbeitet und kriegt seine Bodenpläne. Wir wollten ohnehin Dungeon Fork benutzen und da dachten wir uns, wir könnten vielleicht in einem Watt auch den Till dafür mitverwenden. Wow. Ja, sehr gerne. Genau, und so gehen wir das heute gemeinsam an. Ja, ja. Ein paar Tricks. Ja, wie gesagt, Nico hat mir geschickt gehabt den Link und hat gesagt, guck mal, das ist die Burg. Und ich war gleich hin und weg und habe mir einen Grundriss rausgesucht. Und dann habe ich festgestellt, jetzt gerade, vor ein paar Minuten, oh, ist der Falsche. Es gibt da zwei Gebäude und es geht um den anderen. Das heißt, umso besser für diejenigen von euch, die zugucken und nicht wissen, wie eigentlich sowas gleich von Anfang an entsteht. Denn jetzt würde ich, während wir tratschen, und wie gesagt, ich bin nicht sehr multitaskingfähig, ich bitte um Verzeihung, falls du Fragen zweimal stellen musst, aber während wir darüber reden, du vielleicht ein bisschen den Hintergrund dazu erzählst, wechsle ich hier hinein und zeichne mal den Grundriss nach. Die Blaupause, die wir hier sehen, ist, wie gesagt, die habe ich mir von der Webseite gezogen. Und die haben, Gott sei Dank, haben die eben auf ihrer Webseite eine kurze Beschreibung zu dieser Burg, zur Location. Und dort ist dabei ein Grundriss. Und den habe ich mir jetzt geholt und versuche ihn jetzt gerade eben so gut es geht in Dungeon Fork nachzukonstruieren. Vielleicht damit das ein bisschen. Das heißt, du hast einfach quasi das JPEG von dem Bodenplan in den Hintergrund gelegt und dann. Genau. Es ist im Großen und Ganzen, es gibt hier, wie gesagt, wenn man die Stage selektiert, so sieht es normalerweise aus. Wenn man die Stage selektiert, gibt es dieses Blueprint-Tool. Da kann ich mir einen Blueprint hochladen und dann kann ich, wie gesagt, die verschiedensten Dinge machen. Ich kann den anpassen in der Größe. Ich kann schauen, dass ich das Grid schon irgendwie da drauf aligne. Das klappt nie zu 100%, besonders dass der hier ist, sieht sehr nach einer handgezeichneten Skizze aus. Das heißt, da gibt es ein paar dann Unschärfen. Das muss man halt berücksichtigen. Wir sehen das hier allein schon, dass es nicht ganz exakt drauf sitzt. So ist es, da muss man sich halt ein bisschen rumspielen, dass es dann so halbwegs hinkommt. Aber ich kann den zumindest, und das ist sehr hilfreich, ich kann den zumindest eben mir einstellen und sagen, okay, leg mir den dahinter, damit ich irgendwas habe, an dem ich mich festhalten kann. Ne? Und den jetzt einfach nachzeichnen. Genau das mache ich im Moment. Also ich bin jetzt schon die Außenkante, bin ich jetzt schon nachgefahren. Vielleicht, wenn ich das nochmal einblende, was man ja sieht, was hier interessant ist, ist, dass es relativ dicke Gemäuer gibt. Das heißt, ich persönlich habe mich jetzt noch nicht entschieden, wie ich dieses Problem angehe. Gehe ich das an, indem ich meinen Räumen sehr dicke Wandeinstellungen gebe, oder tracke ich
effektiv diese Dinge als Einzelräume, also sprich, zeichne ich wirklich diese dicken Mauern? Ich weiß es noch nicht. Mein Und Ansatz, füllst sie dann aus? Fülle sie dann aus. Mein Ansatz wäre jetzt im Prinzip hier ich sage jetzt mal sowas wie ein Grundfundament zu bauen und das voll befüllt zu lassen und die einzelnen Räume dann nur als Below-Ground-Räume hineinzuzeichnen. Ob das funktioniert oder nicht, werden wir dann in weiterer Folge sehen. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn der unterirdische Raum angeht. Genau, sorry, ich stelle mir das wieder ein bisschen zurück. Das heißt, es ist mehr oder weniger andersrum. Du zeichnest nicht die Mauern auf einen Bodenplan, sondern du zeichnest die Räume in einen soliden Gebäudeblock quasi rein. Oh, das ist mein Handy, Verzeihung, das habe ich vergessen, auf lautlos zu machen. Währenddessen kann ich dir ja ausrichten, Rugon schreibt, hab mit ihnen in Essen gesprochen, sympathische Truppe. Ist die Frage, war das an dem Tag, wo du als Bob Ross da warst oder an dem, wo du als Tilda warst? Eine gute Frage. Freut mich, dass wir gesprochen haben. Hallo, hallo. Und Dex schreibt, das Gebäude kenne ich Mahlzeit. Das ist der Spieler, der Hausmeister war. Der kennt tatsächlich alles in dem Gebäude und hat es gefegt. Sehr gut, sehr schön. Wir werden dann kontrollieren, ob auch alle Ecken gefegt sind. Vielleicht für diejenigen, die überhaupt nicht wissen, was hier gerade passiert, vielleicht magst du ein bisschen Hintergrundgeschichte erzählen, während ich versuche hier mal... Selbstverständlich. Ja, das, was wir hier generell machen, ist ein What? Worlds and how to use them? Till und ich haben uns unnötig sehr über diese Abkürzung amüsiert und deswegen ist sie zu dem Titel geworden. Und es geht generell um Worldbuilding und wenn Till dabei ist, vor allen Dingen auch immer um Worldbuilding in Form von Karten. Und wir haben heute als Beispiel genommen diese Magierakademie, die wir als LARP-Ort lange bespielt haben. Also da ist aus, wir machen einen Teil geworden, wir machen eine Trilogie und dann daraus wurde dann, ja, vielleicht machen wir noch ein paar Zwischencons und am Ende war es irgendwie eine Kampagne mit, ich weiß nicht, ich glaube insgesamt 8, 9 oder mehr, weil es gab dann auch noch Abenteuer-Cons, die teilweise dann an anderen Orten spielten. Aber das ist das, wo es immer wieder hin zurückgekehrt ist. Und deswegen verbinden, glaube ich, viele Leute, die bei auf diesen Cons waren, auch sehr viele, hoffentlich gute Erinnerungen mit diesem Gebäude und kennen es quasi auswendig. Wobei ich zugeben muss, dass ich bis zum letzten Mal, dass wir dort gespielt haben, immer noch nicht sicher war, wie alle Räume heißen. Die haben dann, also in realweltlich haben die alle so Märchennamen und dann kann man halt im Zimmer Alberich übernachten oder im Zimmer Fuchs und Hase, je nachdem, wo man untergebracht ist. Und ich müsste jedes Mal wieder nachschauen. Aber es ist eine süße kleine Anlage, die in Real in der Nähe von Limburg in Hessen steht. Das ist die Burg Waldmannshausen. Das ist ein Landschulheim. Wie heißen die? Schullandheim, glaube ich. Also da, wo man, wenn gerade nicht Corona ist, im Sommer möglichst die Schulklassen hin verfrachtet, damit sie dann dort irgendwo in der Natur was lernen, wandern gehen und Unsinn machen. Und im Endeffekt haben wir das Gleiche gemacht, nur mit Erwachsenen und im Kostüm. Das heißt, wir haben uns da für Wochenenden oder verlängerte Wochenenden hinplatziert und haben, bespielt, dass Leute versuchen, in das Schwarze Auge eine kleine Magierakademie neu zu eröffnen, was eine Menge Schwierigkeiten mit sich bringt, nicht nur einen perfekten Kreis herzustellen, sondern, wie gerade in diesem Fall, sondern rauszufinden, wer könnte hier mit unsinnig mitarbeiten, wie kriegt man überhaupt einen Stab zusammen, wie reagieren die Leute, die ringsum wohnen, darauf, dass da auf einmal ganz viele Zauberer rumhocken, wie verteilen wir die Jobs und ist der Akademieleiter überhaupt fähig dazu, das Ganze in jeglicher Hinsicht zum Beispiel auch finanziell zu tragen. Und da hat sich über die Jahre hinweg ein sehr, sehr lebenswerter Stall von NSCs und SCs aufgebaut, die diesen Ort bespielt haben, bis zu seinem, gibt nicht mal ein bitteres Ende in dem Sinne, sondern sie haben es immer geschafft, es irgendwie wieder rumzureißen. Wir hatten sogar zwischendurch fest beschlossen, dass wir den Akademieleiter umbringen in einem tragischen Tod, aber die Spieler haben sich so sehr angestrengt und so an ihm gehangen, dass wir dann gesagt haben, okay, ja, dann wird er halt wieder geheilt. Darf leben. Mhm. Und jetzt ist er kanonisch. Der Chef hat den Akademieleiter gespielt und das ist auch seine Labrolle, die er ewig gespielt hat und tatsächlich ist sie jetzt kanonisch und findet sich in Büchern zu das Schwarze Auge. Und wir machen eine kleine Spielhilfe für das Skriptorium Aventuris, in dem es um diesen Ort gehen wird. Und ich weiß nicht genau, was du gemacht hast, aber du hast tatsächlich jetzt Kreise hinbekommen. Oh, das darf ich nicht machen. Augenblick. Oh, jetzt ist die ganze Burg gewandert.
Ja. Das ist, ich wollte da ein bisschen, aber das muss ich später machen. Ich wollte da ein bisschen Platz auf die Seite, aber der Blueprint verschiebt sich nicht automatisch mit. Ja, und das ist jetzt sozusagen das, womit wir arbeiten. Und daran kann der Till einmal zeigen, wie man tatsächlich aus einem realen Grundriss einen Dungeon-Fog-Grundriss macht, wo ich sagte, haha, das wird sich eine Herausforderung, bis er dann meinte, naja, wir haben hier dieses Tool, wo ich einfach den Blueprint hinterlegen kann. Und wir werden über ja, so Dinge reden wie Nutzbarkeit versus Stil, weil in real ist es hier eine LARP-Location, diese Burg steht wirklich darum. Ist es schon so, dass natürlich alles, was wir gemacht haben, sich an die Gegebenheiten anpassen musste. Wir konnten höchstens ein bisschen dekorieren oder an eine Tür dran kleben. Hier ist keine Tür. Oder was wir auch gemacht haben, da mit Wandmustern bedruckten Stoff vorzuhängen, wenn wir gesagt haben, auf dieser Con ist hier tatsächlich einfach nur eine durchgehende Wand. Solche Dinge. Aber ansonsten waren wir daran gebunden, wo welche Mauern sind, wo welche Räume sind und wie man sie irgendwie verwenden kann. Und es hat sich mit der Zeit auch mehr oder weniger so eine Art kanonische Verwendung eingebürgert für alles. Also wir haben im ersten Stock gibt es eine Bibliothek und die hat einen kleinen Zusatzraum und das wurde dann immer irgendwie so der Raum, wo ein paar Leute sich versteckt und an Rätseln gearbeitet haben oder wo zwischendurch dann die Alchemietische rumstanden und Leute ausprobiert haben. Aber ach ja, da kommen eine Menge schöne Erinnerungen gerade wieder in den Vordergrund bei mir. Das waren sehr anstrengende Veranstaltungen, aber auch ziemlich tolle Veranstaltungen. Und weniger anstrengend als viele Abenteuer-Cons, weil man meistens beschränkt war auf diese zwei Gebäude. Das heißt, man konnte gemütlich da verbleiben und musste nicht durch den Wald laufen, wenn man nicht wollte, auch wenn wir dann Ausflüge gemacht haben und Leute teilweise ewig durch die Gegend gelaufen sind, um zu einem sehr coolen Steinbruch zu kommen, der auch noch in der Gegend war. Die Location hat mehrere Vorteile, eben dann auch, dass wenn man weiß, wo lang man nur einmal hastig über Schienen laufen muss und ansonsten relativ ungestört bis zu einem sehr, sehr coolen alten leerstehenden Steinbruch kommen kann, der sich super für Endkämpfe eignet und für den Auftritt von Bösewichten. Und ja, was auch ein Thema ist, wo wir dann heute ein bisschen drüber reden wollen, was der Till vorgeschlagen hat, ist Geheimgänge und Rätsel. Jawohl, das ist einer der Gründe, warum ich noch nicht ganz entschieden habe, wie wir am besten die Räume platzieren. Weil, wie gesagt, die Schwierigkeit bei Geheimgängen ja ist, dass sie irgendwie nicht gleich sichtbar sein sollen. Das heißt, sie müssen irgendwie entweder durch das Layout versteckt werden oder es muss dicke Mauern geben, in die das problemlos hineingebastelt ist, wo ein Spieler nicht gleich vermutet, dass dort ein Geheimraum ist. Weil ansonsten beim Erforschen würde man ja relativ leicht merken, Moment mal, irgendwie, hier renne ich dauernd um einen Bereich herum, der von der Grundarchitektur, vom Grundlayout her eigentlich Dead Space ist. Da muss doch was dahinter sein. Das ist ein zulässiger Weg, seine Spieler Geheimräume finden zu lassen. Aber die sind dann natürlich recht offensichtlich. Während wenn die Mauern dick sind, während vielleicht das Raumlayout sehr verschachtelt ist und man nie genau weiß, gibt es da jetzt noch was oder nicht, dann ist es natürlich deutlich schwieriger herauszufinden, dass es hier überhaupt einen Geheimraum gibt. Und da muss man auch wirklich als Spielleiter seine Spieler anleiten dazu oder also zu suchen nach so etwas oder halt sehr deutliche Hinweise legen. Oder man ist einer dieser Spielleiter, die sagen, nö, wenn sie nicht finden, finden sie sie nicht. Pech gehabt. Ja. So, Weil es nur ein Bonusraum ist? ich kämpfe hier unten noch mit Du einem. kämpfst da unten mit der Kreisform. Es ist die Burg hat mehrere Türmchen, beziehungsweise sie hat zwei von diesen großen Türmen, die dann ab dem zweiten Stock tatsächlich auch, ab dem ersten Stock und dann im zweiten auch, tatsächlich auch Teil von Schlafräumen sind. Und einen sehr, sehr coolen Ausblick ermöglichen. Und dann gibt es noch ein paar kleine, die irgendwie nur zur Deko da sind. Beziehungsweise für mich gibt es schon einen Geheimraum, beziehungsweise einen Geheimgang, der hier eingezeichnet ist. So, oder sogar mehrere, weil der kleine Welcher? Turm im Süden, Im Süden der hier? genau, der ist immer gesperrt. Ich nehme an, weil baufällig oder
nicht zugelassen dafür, dass da Schulklassen drin rumtrampeln, die ja zwischen den LARPern, die sehr willkommen sind an der Location, weil sie weniger kaputt machen. Naja, also dass Kids dann nicht drauf rumtun sollen, weil sie sich entweder wehtun oder Dinge kaputt machen. Ich finde auch den hier interessant. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich kann mir vorstellen, dass das der Kaminschacht ist. Wahrscheinlich. Aber ja, wie gesagt, jetzt, wenn man sich das so völlig ohne Background-Wissen anschaut, denke ich mir, okay, hier befindet sich im Gemäuer ein Raum. Was auch immer er ist. Ja. Ist es jemand namens Bruce Dudeboy in den Chat gekommen und von dem Namen her könnte das Steff sein. Hallo Steff, wenn du es bist, wir bauen an der Akademie von dem Blick. Okay, ich wäre mal, sagen wir mal, ich kann damit leben, das schaut schon ganz okay aus. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es der Kamin sein muss, weil in der Wand zwischen Halle und Uta-Zimmer, siehst du, da ist auch ein leerer Raum. Der hier, ja? Da in der nördlichen. Ach, hier, das, genau. Entschuldige, das kleine Ding meinst du. Ja, und da ist nämlich auch ein Kamin, der zwar nie genutzt wird, aber. Ja. Aha. Und wenn man sich anschaut, dass das hier die Küche ist, das könnte auch von früher eben eine große Kochstelle gewesen sein, mit Abzug, ja. Ich würde sagen, ich fange mal an mit ein paar Räumen, damit wir auch fertig werden. Was ist denn das für ein Boden in deiner Magierakademie? Ist das Parkett? Ist das Stein? Ist das? Okay, ich habe ein paar Bilder, auf denen ich mich orientieren kann, um sicher zu gehen. Hoffentlich sieht man. Also Linoleum ist wahrscheinlich nicht die Antwort, auf die du gehofft hast. Und ich finde, das ist auch eine, die man ignorieren kann. Also im Haupteingang in der Halle ist es Steinboden bzw. Fliesenboden. Und dann Uta und Turmzimmer haben Linoleum verlegt, das versucht auszusehen wie Fliesenboden, es aber nicht gut schafft. Also da können Fließte hinein. Ja. Okay. Gut. Dann fangen wir mal an. Ich glaube, was wir machen werden, ist, wir probieren es zumindest mal aus, ist, wir zeichnen die Räume. Ich werde dann den Blueprint abdrehen, damit auch unser Gehirn irgendwie in der Lage ist, zu verstehen, was wir da tun. Ich werde mal kurz gucken. Ich lade mal einfach eine Reihe von den Bildern hier in OBS rein, dann kann ich sie dir und den Zuschauern zeigen. So, aber ich verwirre mich gerade selber. Wir machen die Halle und das heißt, ich bin schon auf 35. Will ich das nochmal halbieren? Was bedeutet 35? Normalerweise ist das Grid Size 70 Pixel. Ja, das ist also gerade für Virtual Tabletops ist das die normalerweise so die Standardgröße. Das heißt, pro Grid haben wir jetzt 70 Pixel an Bildmaterial. Das heißt, das bestimmt auch ein bisschen die Auflösung der Karte. Wenn diese Karte irgendwann gedruckt werden sollte, dann hätte man vielleicht mit 100, 150, 200 Pixel pro Grid angefangen, weil das im Prinzip ja die Dots per Inch auch widerspiegelt. Ja? Nachdem das jetzt mal rein für digital gemacht ist, bleiben wir bei 70. Das ist das Original. Ja? Damit ich aber kleinere, inkrementellere Schritte machen kann, hatte ich es vorhin für mich schon halbiert, um es dann am Schluss, also das mache ich ausschließlich, damit ich kleinere Punkte setzen kann, um es dann später wieder größer skalieren zu können. Probier's jetzt. Was ist die Hälfte von 35? 17,5, oder? Ja. Ich wechsle übrigens dann jetzt eben kurz mal hier OBS-Kamera. Dann kannst du jetzt auch sehen, was ich gerade streame. Seh's. Das ist der Uta, also das Uta-Zimmer von Süden gesehen. Also wenn wir davon ausgehen, dass der Plan gerade genordet ist. Und dann stehe ich bei dem Südfenster. Genau. Und das ist auch das, was in diesem Raum eigentlich immer passiert. Leute sitzen zusammen und schwatzen und besprechen den Plot, beziehungsweise was da auch schon passiert ist. Statuen sind lebendig geworden. Immer noch Respekt vor dem NSC, der anderthalb Stunden unter einem Tuch abgedeckt dort saß, als die Statue, die enthüllt werden soll, weil sich alles verzögert hat und tatsächlich geduldig ausgeharrt hat. Und das ist so ein bisschen der Eindruck.
den der Raum dann vermitteln soll. Du siehst ja, der ist so halb getäfelt, der ist gemütlich, ja. Der hat meistens eine warme Beleuchtung, weil da Lampen drin sind, die ein bisschen Kerzen nachahmen sollen. Und der Boden ist hässliches Linoleum, das können wir gerne ignorieren. Bombur vom Tannengrund fragt, vielleicht habe ich es verpasst, wie lädt man die Vorbilder, also hier das Kästchen Papier hoch bei Dungeon Fog? Ihr habt da ein Tool für den Blueprint. Genau, ich kann es auch nachher nochmal zeigen. Ja. Also, wenn du die Stage selektierst hier und dann hast du hier diesen Schalter, mit dem du den Blueprint einschalten kannst. Und dann wählst du das Upload-Image, wählst du das Bild aus und dann passt du das eben hier an. Ja. Ist relativ simpel. Wichtig ist nur zu bedenken, aus lizenzschutzrechtlichen Gründen ist der Blueprint wirklich nur für den Editor zu sehen. Du kannst den Blueprint nicht exportieren, also der wird nicht Teil des Bildes. Mhm. Und deine Spieler sehen ihn auch nicht. Weil würden wir das machen, könnte man jede Karte holen und hier reinladen, dann ein paar Bäume drauf platzieren und das Ganze dann public sharen, was mehr oder weniger Piraterie oder License Infringement wirklich einfach machen würde. Schindluder treiben kann. Für Project Deus werden wir diese Regelung ein wenig lockern, weil du Karten, die einen sogenannten Backdrop haben, also ein Hintergrundbild haben, nicht mehr public sharen kannst. Außer du garantierst, dass du der Autor der Karte bist. Okay, damit hat man dann sozusagen die Verantwortung, also wenn die Leute es tatsächlich einmal bestätigen müssen. Ja, wir werden sehen, wie viel Spaß wir noch mit der mit den neuen Datenschutzverordnungen haben. Artikel 13 oder wie auch immer er heißt jetzt mittlerweile. Das wird uns noch ein bisschen auf Trab halten, aber im Großen und Ganzen ja. Im Großen und Ganzen werden wir mit Deus hier ein wenig lockerer vorangehen. So, ich mache schon wieder denselben Fehler. Wir wollten den Raum hier nachzeichnen. Nicht die Wand korrekt. Ja, da sitzt die Wand nicht korrekt, damit müssen wir jetzt mal leben. Mhm. Ja, das die wird sich halt an den Kästchen orientieren. Das können wir dann eben nachträglich noch verfeinern. Ich verwende das jetzt mal für mich als grobe Vorlage und zeichne es dann danach. So, das wird jetzt hier diagonal rübergehen. Artikel 17 Upload-Filter. Das klingt schon fies. Genau. Der im Großen und Ganzen, so, und jetzt drehen wir mal unseren Blueprint ab. Der im Großen und Ganzen besagt, dass wenn du zum Beispiel Custom Props hochlädst auf Dungeon Fog, um sie zu verwenden, wir dafür haften. Heißt, wir müssen gewährleisten, dass du die Rechte hast, dieses Prop auch wirklich hochzuladen. Ja. Wie wollt ihr das überprüfen? Ich meine, wie viel Accounts habt ja, genau. ihr? Es gibt Gott sei Dank, und darüber diskutieren sie, es gibt sehr viele Möglichkeiten, Ausnahmeregelungen hier zu haben, und deswegen ist noch gar nicht klar, wohin diese Reise geht. Theoretisch ist es völlig egal, wie, wir müssen es überprüfen und prüfen und freigeben und sagen, ja, okay, wir wissen jetzt, dieses Prop hast du im Paint gezeichnet. Das darfst du verwenden. Also im Großen und Ganzen wird es unmöglich sein, das zu prüfen. Mhm. Und die Frage ist eben, ob wir in irgendeine Rahmenbedingung hier hineinfallen, die es uns erlaubt, solche Dinge zu machen. Im schlimmsten Fall ist, wie gesagt, Gott sei Dank die Desktop-Application da, bei so etwas, bei dem gilt das nicht. Das gilt ja nur bei Webseiten. Und wir müssten halt für Webseiten den, also wenn du die Browser-Version verwendest, den Custom-Upload unterbinden. Okay. Das wäre das Worst Case. Aber wie gesagt, ich unke da auch noch gar nicht. Wir werden abwarten, welche Richtung das geht und uns dann entsprechend Gedanken darüber machen, wie wir damit umgehen können. Und es sind ja hoffentlich noch ein paar Entscheidungen, die da fallen. So, machen wir mal weiter. Koike Paula hat eine Frage, die ich einfach nur vorlesen kann, weil ich nichts von ihm verstehe, was er da fragt.
Bitte. Gibt es Schnittstellen für Dateiformate, mit denen man in der Praxis Gebäudegrundrisse digital übergibt? DWG, DXIF, DXF, IFC. Okay, ich glaube, das sind CAD-Formate, wenn ich das richtig verstanden habe, oder zumindest so verstehe ich die Frage. Und die Antwort ist Jein. Und zwar tatsächlich wäre es als SVG-Format übergebbar. Das heißt, du könntest zum Beispiel, wenn du die Möglichkeit hast, die Gebäudegrundrisse als SVG zu exportieren, könntest du sie theoretisch als SVG auch wieder importieren oder vice versa. Du könntest sie bei uns als SVG exportieren und dann auch wieder importieren. Aber es ist, wie gesagt, es ist keine CAD-Anwendung per se. Es ist etwas proprietär gebautes, was wir gemacht haben, damit das Kartenzeichnen einfach funktioniert. Und dementsprechend folgt das hier jetzt noch keinen wirklichen Standards. Das könnte man überlegen, wenn die Nachfrage dazu wirklich da ist, dass man sagt, okay, man baut hier Exportstandards. Ist die Frage, wie viele Architekten und Co., die tatsächlich professionell CAD-Programme verwenden, dann diese auch dringend in DungeonFog importieren müssen. Das wäre eine interessante Frage. Ich wage ja zu behaupten, vielleicht gar nicht so viele, aber also vielleicht kenne ich einfach nur verdammt wenige Architekten. Ich habe als Anekdote immer wieder, bevor DungeonFog, ich meine, diese Idee ist ja irgendwie entstanden. Mhm. Ja, ich wollte unbedingt irgendwie einen leichteren Weg, Karten zu zeichnen. Und der Grundriss verwirrt mich ein bisschen, weil er nicht ganz exakt ist. Ich drehe ihn ein bisschen weiter runter. Ich hatte damals das Bedürfnis, irgendwie Karten leichter zeichnen zu können. Und das hat mit Photoshop es geht, aber es ist halt alles mühselig. Meine Tochter war damals 3 Jahre alt. Ich hatte das Gefühl, ich verliere so viel Freizeit darauf. Gibt es dann nicht eine einfachere Möglichkeit? Und der Herbert hat damals eben diesen Prototypen gebaut gehabt. Und der war recht cool. Und der hat genau das getan, was ich eigentlich gewollt habe, für mich zumindest. Und ich habe gesagt, ja, okay, dann machen wir doch was damit. Nur, wer finanziert das? Weil ich kann mit meiner kleinen Werbeagentur schlecht einen meiner Mitarbeiter für ein Jahr freistellen, damit der ausschließlich an einem Werkzeug arbeitet, das ich vielleicht irgendwann brauchen kann. Und meine erste Intention war, ich bin zu Investoren gelaufen. Ich habe in meinem Bekanntenkreis jemanden, der Freunde in einer Investorengruppe hat. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ja cool, dann vielleicht haben die ja Interesse, Geld da reinzustecken. Dann hattest du so einen Shark Tank-Moment, wo du den Leuten erklären musstest, was du davor hast. Ja, absolut. Das sind 3 so Bonzen gesessen und denen habe ich versucht zu erklären, was Rollenspiele sind. Dann bin da wieder wahnsinnige Mapmaker angerannt. Ich hatte die ganzen Karten, die ich gezeichnet habe, handgezeichnet, und die ich mir ausgedruckt hatte in Photoshop, die habe ich in so riesigen Rollen mitgeschleppt und dann ausgebreitet und gezeigt, was das Endprodukt eigentlich sein sollte. Und dann hatte ich den Prototypen vorgeführt und das, was ich zurückbekommen habe, war ein, naja, klingt interessant, kannst du einen Küchenplaner draus machen. Ja, und ich war so, nein, das liegt gar nicht in meinem Interesse. Ich will ein Rollenspielzeichenwerk, ich will keinen Küchenplaner machen. Ich sage, ja, aber wenn du einen Küchenplaner draus machst, können wir es verkaufen. Und das war dann auch mehr oder weniger das Ende dieses Gespräches, weil ich einfach gesagt habe, nee, ich habe keine Lust, auf Küchenmessen zu stehen und ich habe auch keine Lust, irgendwie einen Küchenplaner Werkzeug zu bauen. Na, guck mal, das wird ja langsam nicht. Aha. Wenn ich die beiden jetzt verbinde. Na, so. Tatsächlich ist das auch ein Raum, den ich nicht kenne für mich. Da, wo es neben dem einen Turmzimmer weiter nach oben geht, wo im Blueprint irgendwie WC steht, ist nämlich auch immer abgeschlossen. Ja. Und ich würde sagen, in der Fantasy-Version, also ist da irgendwie ein kleiner Raum, den nur der Hausmeister benutzt.
am Ende dieses Ganges. Ja, okay. Wo er irgendwie alle seine Gerätschaften untergebracht hat. Es scheint so eine Art Schießscharte zu geben. Die ist bei mir jetzt aber sehr groß. Wenn man die Shift-Taste, für diejenigen, die sich wundern, wie ich das gerade mache, wenn ich die Shift-Taste gedrückt halte, bin ich nicht mehr ans Grid gebunden. Das faken wir ein bisschen. So, und die große Frage ist jetzt, wie gesagt, jetzt haben wir viele Räume, gibt es hier ja im Prinzip nicht. Jetzt haben wir natürlich noch die Turmtreppen. Die große Frage, die sich jetzt ergibt, ist, wie gehen wir mit diesen massiven Schießscharten um? Wollen wir, und meines Erachtens die einzige Möglichkeit ist, wir bezeichnen die wirklich mit. Also wir nehmen die als Teil des Raumes mit. Das heißt, die werden auch immer mitgenutzt. Also es hat sich eine Tradition daraus entwickelt. Bei DSA sind ja die Geweihten, die Vertreter der Götter, ziemlich wichtig für das Sozialleben. Und viele Leute spielen die und spielen sie gerne. Und dass die anwesenden Geweihten dieses Schießscharten, diese Fensternischen verwenden, um da ihre Schreine reinzustellen. Also der nach Osten geht gerade, das ist in der Regel unser Effertschrein drin, also von dem Gott des Meeres, weil es eine Priesterin gibt, die meiste Zeit anwesend ist, das Jahr über in dieser Akademie, weil sie mit dem Leiter befreundet ist. Und das heißt, da ist dann immer haufenweise blauer Stoff und Muscheln und Dreizack und Netze und so etwas ausgelegt. Das sind dann immer quasi, also da sind die Heizungen drin, aber die sind mehr oder weniger gleichzeitig auch eine Ablagefläche, die so auf Hüfthöhe ist. Das heißt, da ist meistens einfach Deko drin, die irgendwie da reingepackt wird. Und so, das stimmt aber noch nicht ganz. Ich glaube, irgendwo habe ich mich verzählt. Das passiert leider bei mir dauernd. Ich war tatsächlich, die letzte LARPCon, auf der ich jemals war, war auch in diesem Gebäude. Das wurde dann aber als was anderes bespielt. Also da sind öfters LARPer auf dieser Schloss-Burg-Kombo, die wir da verwendet haben, diesem Schullandheim. Und da hatte ich dann meinen Raya-Schrein in dem Südfenster und da haben wir eine Hochzeit gehabt. Ich habe Leute vermählt im Spiel, in diesem kleinen Raum. Eine Menge schöne Erinnerungen an diesen Ort. Geht das nur mir so, oder sind die nicht, da stimmen die Winkel doch nicht, oder? Oder habe ich's im Auge? Oh, ich sitze direkt davor, ihr seht das überhaupt nicht. Augenblick mal. Ah, ja, stimmt. Da ist der rechte Winkel ist steiler als der linke. Das sieht besser aus, ja. Eben, und dasselbe hier oben. Und es hat trotzdem noch irgendwas. Es wird gefragt, ist das hier das Collegium Magicae? Exakt, das ist das Collegium Magicae. Oder dieser Name. Ich habe diesem Ort vielleicht den Namen gegeben, da hatte ich meine Lateinkurse noch nicht so lange hinter mir und dann habe ich gesagt, es ist ein Collegium der Magie, also Collegium Magicae, der nicht der Dativus Possessivus, der wäre lustiger gewesen, sondern der Genitiv. Und dann hat aber dieser Ort so viele verschiedene Namen bekommen, weil einfach irgendwie diese Worte wild durch die Gegend gebeugt wurden, wie man lustig war, das Collegium Magicum, das Collegia, irgendetwas. Es gibt sehr viele Varianten davon, aber die offizielle ist Collegium Magicae gewesen, auch wenn die meisten Leute das nicht akzeptiert haben. Und hallo Ben and Paper. Hi. Der war dabei, als wir am Wochenende die sibirische einsame Station gespielt haben, die du gebaut hattest. Ah, sehr gut. Und sind in ihr verzweifelt und rumgeklettert. Und am Ende wurde sie, ich will nicht spoilern für die Leute, die es noch nicht geschaut haben, möglicherweise sind ihr schlimme Dinge zugestoßen. Aber es ist ja auch ein Cthulhu-Abenteuer. Gut, das geht selten gut aus. Ja. Das heißt jetzt, weil die meisten auch kein Latein können. Es ist nicht mehr so weit verbreitet. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, ob man da tatsächlich an der Schule noch im Rahmen der humanistischen Bildung Latein machen muss. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie es heute ist. Mhm. Ich hatte das kleine Latinum und als ich in die Oberstufe gekommen bin, habe ich mich fluchtartig dagegen entschieden, weiter Latein zu machen und bin auf Französisch gewechselt. Ich spreche kein Wort Französisch mehr. Ich habe das Gefühl, mittlerweile kommt so teilweise Französisch zurück, ich erinnere mich irgendwie, aber ich hatte eine sehr hübsche Französischlehrerin und das war in Wirklichkeit der einzige.
Ja, Oberstufe ist so spät, das ist die Zeit, wo die Leute anfangen, unpassende Gefühle für ihre Lehrer zu entwickeln. Und ihre Lehrerinnen. Speziell die Referendarinnen. Das war. Aber hey, an unserer Schule hatten wir keinen guten Lateinlehrer, da habe ich es nicht gemacht, habe ich Französisch gelernt. Ich spreche auch kein Französisch mehr, aber ich kann es noch lesen. Das ist kurios, wie aktiv und passives Arbeiten damit ja unterschiedlich ist. Ich hatte, wir hatten letzte Woche, das fand ich wirklich interessant. Ich hatte letzte Woche eine Besprechung mit einem unserer Programmierer, der aus Russland kommt, mit Nikita. Und er hat die Besprechung unterbrochen, weil er ein Telefonat annehmen musste. Und ich spreche null, zero. Ich hab null russische Ausbildung. Und ich hatte das Gefühl, ich habe ihn verstanden. Ein Großteil der Worte waren so, dass ich mir den Kontext des Gespräches zusammenstückeln konnte. Ich muss ihn mal fragen, ob es wirklich darum gegangen ist, worum ich geglaubt habe. Es gibt, vielleicht habe ich mir das einfach nur eingebildet. Aber das fand ich faszinierend, weil ich dachte, Russisch wäre tatsächlich irgendwie eine Sprache, die völlig, völlig ab vom Schuss ist. Für jemanden, der vielleicht ein bisschen, ich meine, wenn du Latein hast, dann hast du Italienisch schon so ein bisschen die Grundlagen, Spanisch vielleicht so ein bisschen die Grundlagen, Französisch ein bisschen die Grundlagen, das geht schon irgendwie. Russisch wäre mir jetzt neu, dass du da die Grundlagen hast. Tatsächlich, ja, ich habe das auch Russisch gemacht. Ich habe Französisch dann wieder abgelehnt. Stattdessen Russisch gelernt. Die haben 6 Fälle, weil ihnen 4 nicht reichen und gibt halt ganz viele Lehnwörter. Das haben die Römer ja auch gehabt. Jetzt bin ich gespannt, wie du den runden Raum da jetzt reinmachst. Ich auch. Okay. Wir sind alle gemeinsam gespannt. Im Moment experimentiere ich noch. Ja, das sieht schon ziemlich gut aus. Ja, dieses Werkzeug ist wirklich toll, weil es versucht eben immer einen exakten Kreis zu finden, was er natürlich nicht schafft. Ich muss es jetzt ein bisschen schubsen. Ich fürchte, es wird wieder eiförmig, was mich dann... Ich bin mir relativ sicher, dass der Raum im Original auch ein bisschen eiförmig ist. Ja, also ja, ich weiß nicht, von wann genau die Burg ist. Das kann man sicherlich auch auf der Seite nachgucken. Aber mein innerer Monk schreit bei so etwas dann immer. Aber für heute, wie gesagt, das kann man. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, irgendwie einen runden Raum. Es ist gar nicht so schlimm, wenn ich mir die Winkel anschaue. Ich glaube, wir können. Ich glaube, ja. Was es noch viel schwieriger macht, ist das hier jetzt. Genau, auch noch eine Schießscharte rein muss. Das wird jetzt noch sehr spannend. Es wird gerade, ich weiß, wir haben jetzt irgendwie wieder auch Themen, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was auf der Karte passiert. Aber es wird gesagt, alle europäischen Sprachen haben den gleichen Wortstamm, auch wenn man das auf den ersten Blick nicht vermutet. Das ist nicht ganz korrekt. Spätestens, wenn man sich Finnisch anschaut und feststellt, dass es eine finno-ugrische Sprachfamilie gibt, die mit dem Rest von Europa irgendwie nichts zu tun hat, ist man sehr irritiert. Und Baskisch weiß keiner, wo es herkommt. Baskisch ist eine Ergativsprache, die sich mitten in Europa reingemogelt hat, wo wir ansonsten eigentlich alle Akkusativsprachen haben. Es ist sehr, sehr spannend. Aber natürlich, große Teile sind indoeuropäische Sprachen und deswegen kann man ganz viele Wurzeln gleichzeitig verfolgen. Das sieht jetzt sogar richtig, richtig harmonisch aus mit den Kreisen, die sich überlappen. Das sieht gut aus. War jetzt ein Zufall, weil ich diese Punkte, ja, genau gegenüber, ne? Weil die genau gegenüber sind. Ja, ist gut. Haben wir Glück gehabt. So. Ja, noch so ein Projekt hier. Oh, kann man das nicht einfach flippen und draufkopieren? Habe ich das jetzt gesplittet? Jawohl. So. Es geht ja eh, in Wirklichkeit, wenn man so ein bisschen den Dreh raus hat, das ist immer eine Frage von Symmetrien, dann klappt das schon. Jetzt habe ich ja gelernt, wir machen das jetzt gleich mal anders. Wir machen das jetzt nämlich so. Und so, das ist nämlich immer noch symmetrisch. Und jetzt machen wir Splitwall hier und ziehen, und ziehen den Punkt hier hin. Hessisch ist auch so ein ganz komisches Gebabbel, da tut auch keiner wisse, wo es genau herkommt. Ich habe das jetzt einfach so vorgelesen, wie es da steht. Ich gebe keine Garantie dafür ab, dass es irgendwie eine Ähnlichkeit mit dem hat, wie es gedacht war. Ich habe lange genug in Hessen gewohnt, dass ich es bis zum gewissen Grad verstehe, aber
Mir wurde gesagt, ich soll das, soll nicht die Mundart anderer Leute nachahmen. Es ist übrigens Michael, auch im Chat, und er schreibt, Till's concentration is going to set the map on fire. So amazing to watch him work. Hi Michael. Circles, my worst enemies. So, jetzt versuchen wir das nochmal hier ein bisschen. Mein alter Feind. Kreise. Das Problem ist, dass wir uns nämlich mittlerweile, ich muss die Blueprint abdrehen, dass wir uns mittlerweile so weit entfernt haben von der Grundform, dass wir eigentlich hier de facto mal komplett nachbessern müssen, dass das wieder eine gewisse Symmetrie hat überhaupt. Ja, gerade wirkt es ein bisschen so, als wäre eine betrunkene Schnecke irgendwie am Werk gewesen und hat genau, sich da eingeschnickt. Wow, was passiert hier? Die Frage ist, wie symmetrisch sind die Außenmauern hierzu, weil sie laufen ja hier dicker zusammen. Wegen mir muss dann nichts zwingend symmetrisch sein. Also ich meine, dieses Gebäude wird von sehr kauzigen Menschen bewohnt. Da kann auch das Gebäude kauzig sein. Es wird sowieso immer kauziger. Es wird angemerkt, so, dass das Gespräch über kuriose Fremdsprachen durchaus nicht uninteressant sind. Wobei ich immer dazu sagen muss, ich habe was Philologisches studiert. Das heißt, man beschäftigt sich wirklich praktisch mit Sprachen und lernt diese Sprachen und ihre Eigenheiten, während man als Linguist ja tatsächlich dann sozusagen Metasprache lernt, wie Sprachen generell funktionieren. Das habe ich mir nur so ein bisschen nebenher angeeignet. Okay. Okay, ich glaube, wir lassen den jetzt mal so. Es ist, wie gesagt, irgendwo, das hatte ich vorhin schon gemerkt, irgendwo sitzt in dieser Gesamtkreisform der Hund drin. Ich müsste das einmal nachbauen mit einem Kreis und mir dann nochmal anschauen. Weil die Alternative ist natürlich, wenn ich jetzt den Blueprint weglasse, die Alternative ist natürlich, ich weiß, dass das da hier mein Radius ist. Und das sind eben, das sind 1, 2, 3, 4. Oh, der sitzt jetzt fieserweise genau dazwischen. Was mein Leben hier nochmal schwerer machen wird. Ich werde den hier. Oh nein, wir wollen dein Leben nicht schwer machen. Wir skalieren den so, weil jetzt sitzt das. Jetzt kannst du tatsächlich einen sauberen Kreis da reinpacken, ja. Genau, und jetzt kann ich nämlich tatsächlich einen sauberen Kreis reinpacken, indem ich auf, ich weiß gar nicht, wo der beginnt, ich glaube 3, 3, na, da will ich hin. So. Und jetzt kann ich das Ganze nämlich circlen und dann sitzt das auch exakt. Und genau das andere hätte ich drüben auch machen sollen, statt zu versuchen, das genau auf den Blueprint zu setzen. Auf Teufel komm raus, aus einem Raum herauszubauen, weil der ist perfekt, der ist ein Mistgeburt. Oh, sei nicht so gemein zu deinen Räumen. Ja, okay. Der kann doch nichts dafür. Er wurde mit der Geburtszange herausgezogen. Ja, das verwechselt sich wieder. Das verwechselt sich wieder, genau. Das kriegen wir auch noch hin. Okay, so, das sind unsere Grundrisse. Ich glaube, ehrlich gesagt, so, was wir jetzt natürlich noch haben, ist der Teil hier. Da wissen wir ja, dass da ein Kamin drin war. Oh, das hier ist kleiner Kamin. Süß. Ja, das ist, weil dieser Raum eine innere Wandstärke von 10 hat. Wenn ich das auf 4 reduziere, dann sieht man hier auch tatsächlich den, beziehungsweise wir können hier den ruhig sogar bis an die Außenkanten tragen, was kein Problem ist, weil, wie gesagt, wenn ich die Wandstärke jetzt wieder auf 10 stelle, dann wird er wieder begrenzt. Kleiner. Und zusätzlich, ich kann, wie gesagt, jederzeit mit der Shift-Taste das Grid entsnappen und sagen, okay, und jetzt mittle ich mich hier. Ein bisschen schief geworden. Mittle ich mich hier an. Okay, gut. So, wunderbar. Ich muss gerade dran denken, ich habe neulich das erste Mal selber aktiv Roll20 benutzt, wo dann im Chat mir dann auch Leute quasi zugeflüstert, du weißt, dass du mit der Shift-Taste das entlocken kannst. Ja. Gut, das heißt, um das Ganze, was schauen wir mal, wir haben, das da hier ist eine Treppe, die führt hinunter. Das heißt, man geht hier. Genau, die führt in die Kellerräume und dann das andere über Eck ist eine Treppe, die führt in den ersten Stock. Schlicht und einfach. Ah, okay. Das heißt, hier komme ich rauf
und hier gehe ich runter. Nee, tatsächlich. Beides führt hoch. Das ist also die erste Etage ist sehr hoch. Und unter dieser Treppenkonstruktion geht noch eine Tür ab in den Keller. Ah, okay. Wo ist denn der Haupteingang? Wo komme ich denn rein? Hier, da von Süden, wo das große Dreieck ist, tatsächlich. Da ist das Eingangsportal. Vielleicht können wir von dort anfangen und mal schauen, wie weit wir kommen in einer gemütlichen Dann machen Zeit. Wir nämlich mal Folgendes. Dann geben wir dem hier mal eine Flügeltür. Was ist das? Double Door. Closed. Wunderbar. Oh. Wir werden von Balduins Maltischgebabbel geraidet. Das ist ein großartiger Name, wo wir gerade eben bei Hessisch waren. Und fünf Personen kommen gerade hier herein geraidet. Hallo. Wir malen nur auf einem digitalen Maltisch. Oder um genauer zu sein, der Till konstruiert. Das ist ja nicht nur malen. Das ist ja tatsächlich auf einer höheren Ebene. So, das heißt aber, wir haben hier eine Treppe, richtig? Das heißt, wir haben hier etwas, was hinaufführt. Genau. Das ist also eine schöne, knarzige, alte Holztreppe mit geschnitztem Geländer. Genau. Regelmäßig Dinge festgebunden werden und vergessen. Okay, eine Holztreppe. Das heißt, das ganze Ding sollte nicht aus Stein, sondern aus Holz sein. Wooden Parkett, so, da müssen wir natürlich die Farbmodifikationen, die ich darauf angewandt habe, wieder ausschalten. Das ist auch Parkett. Okay. Und dann zeichnen wir das mal grundsätzlich als Raum. Wir haben jetzt gesagt 1, 2, 3, 4. Das heißt, ich brauche auch hier oben 4. 1, 2, 3, 4. Passt perfekt. Snap dahin. So. Das wäre jetzt grundsätzlich die Treppe. Das schaut natürlich sau doof aus. Und dementsprechend modifizieren wir das jetzt noch, indem wir nämlich auf diesen Advanced Mode gehen. Und dort können wir jetzt nämlich die Inner Wall ausschalten. Ist auch schon ein bisschen besser. Es überlagert noch immer diese ganzen Bereiche. Und das heißt, ich schalte mal die Outer Wall auf 0. Ja, das ist nicht gut. 2. Und jetzt gehe ich ein bisschen näher ran. Oh, speichere zwischendurch mal, immer hilfreich. Oh, ja. Und ziehe mir... Das jetzt genau auf die Mauerdecke. Ich versuch's jetzt genau auf die Mauer zu ziehen. Das ist hier bei dem Eck ein bisschen schwieriger. So. Wo läuft das dahin? Na gut, das haben wir vorhin schon ein bisschen schlecht gemacht. Machen wir so. Und dann mal gucken, wo ist hier die Mauer? Die ist sogar hier. So, wenn ihr ein unzufriedenes Grunzen im Hintergrund hört, ja, dann ist das mein Hund, der gerade beschlossen hat, dass es jetzt Zeit ist, dass ich ihn beachten sollte. Es tut mir leid, dass wir deinem Hund Zeit mit dir wegnehmen. Der Arme. Er war heute 1,5 Stunden mit mir spazieren. Also er muss sich jetzt nicht beschweren. So, und jetzt würde mich aber interessieren, was ist, wenn wir das mal umdrehen? Also dann guckt es jetzt aus, wie als wäre es... Als wäre es eine Vertiefung. Als wäre es eine Vertiefung. Wenn wir das aber so lassen, dann hätten wir ein Geländer. Mhm. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Ja. Gleich mal das noch ein bisschen an. 2, 2. Gut. Das heißt, hier ist eine Treppe. Die hole ich mir jetzt. Jetzt kommt über die gemalte Treppe kommt jetzt noch. Es ist ja keine Treppe. Das ist jetzt nur mein. Das war jetzt nur die Holzfoundation, mit der ich mal einfach nur Boden gemacht habe, damit meine Treppe, wenn ich sie dort jetzt hin platziere, damit die dann eben auch aus Holz wirkt. Ich hätte auch einfach eine Holztreppe hin platzieren können. Wir haben ja jede Menge Holztreppen drin. Aber ich dachte, ich zeichne das vielleicht, damit die Spieler verstehen, dass es hier bei diesem Geländer eben hinauf. Das war jetzt quasi falsch rum. Okay. Also man geht da links hoch, dann gibt es einen Absatz und rechts geht es noch weiter hoch.
Hier geht es noch weiter hoch. Hier geht es eigentlich in die Richtung. Genau. Okay. Korrekt. Korrekt. In den ersten Stock. So. Das heißt aber auch, dass hier tatsächlich eine Wand existiert. Für wenn ich mich unten in dem Raum befinde. Ja. Weil hier führt ja die Treppe nach oben. So, jetzt stört mich dann noch, dass das. So funktioniert die, richtig? Ja. Und das hier führt auch nach oben? Nein, das ist unten drunter. Genau, das ist eine Treppe, die führt hoch in zwei Stufen und dann führt eine unten drunter durch in den Keller. Das ist sehr verwinkelt gebaut. Die ist tatsächlich gar nicht Teil davon. Unten drunter. Ja, also die kannst du eigentlich sogar fast. Da können wir das auch. Das wird mein Leben deutlich leichter machen. Dann knicken wir nämlich das hier. Und dann knicken wir nämlich das hier auf. Haha. Haha. So. Dann ist die Frage, das will ich jetzt aus reinem Verstehen, weiß nicht, ob du das beantworten kannst. Aber dann ist die Frage bei dem Blueprint. Das wirkt nämlich, als ob ich von außen auch in den Keller hinuntergehen kann. Das ist, weil aus irgendeinem Grund irgendeiner der Bauherren beschlossen hat, dass es ein Erdgeschoss gibt und ein Halbparterre, das an das Erdgeschoss anschließt. Das ist quasi der Keller, der aber halb auch ins Erdgeschoss reinragt und darüber ist dann eine etwas kürzere, auch noch reingebaute, das müssen wir vielleicht nicht alles so akkurat machen, das ist so also schon verwirrend genug am echten Gebäude. Aber ja, das ist im Grunde der Keller. Ist, kann ich von draußen rein oder nicht? Nein. Nein, also das da hier ist de facto eine Art... Ein Kellerabgang. Kellerabgang, der tatsächlich geschlossen ist, richtig? Und diese Räume sind dann... Sind die Kellerräume. Das sind die Kellerräume. Aber dann ist die Frage, ist das da hier, das ist dann unterirdisch? Halb. Das ist echt das Problem. Ich schau mal, ob ich einen Bild... da steht so ein Tick raus. Jetzt verstehe ich's. Okay, alles klar. Alles klar. Weil es hat mich nämlich, ich war mir nicht ganz sicher, ich meine, das können wir abbilden hier. Das ist nicht das Problem. Wenn wir sagen, das gucken wir uns das später an. Ja, weil ich kann hier natürlich sagen, hier gibt es irgendwie, wie auch immer das dann aussieht, ja, aber hier gäbe es noch irgendetwas, was über dem Boden sich befindet, auch wenn es nur halb über dem Boden ist, das könnten wir theoretisch abbilden. Könnten wir zumindest versuchen, das könnten wir sagen. Ist das übergrast? Ist das überdacht? Nee, da geht tatsächlich das Gebäude nach oben weiter, weil dann ab dem zweiten Stock alles wieder einheitlich hoch ist, weil die Zimmerhöhen unterschiedlich sind. Okay. Und schon Kopfschmerzen? Bisschen. Es tut mir leid. Das heißt, de facto wäre das so. Das ist einfach ein weiterer Teil des Gebäudes. Ich habe mal eine Außenansicht reingeladen. Moment, ich zeige die auch nochmal. Oh, er beschwert sich nicht. Übrigens, er schnarcht einfach nur. Und da sieht man, wie hoch über dem Boden die Fenster vom ersten Stock sind. Also das ist in den meisten Räumen ist das quasi zwei Stockwerke hoch. Und in dem hinteren linken Teil, wenn man reinkommt, also im Nordwesten, sind es auf zwei Stockwerken tatsächlich quasi drei Stockwerke, die untergebracht wurden, indem eins halb in den Keller verlegt wird, dann ein kleineres, noch ein kleineres und dann im zweiten Stock ist man gleich. Also konkret wäre es, richtig korrekt wäre es eigentlich, wenn das hier nicht das Erdgeschoss in Dungeon Fog ist, weil wenn ich das richtig sehe auf deinem Bild, man sieht so im Hintergrund diese runde Tür, ja, und man sieht die hinter den Hüten sieht man ein Fenster und dann sieht man hinter dem Busch noch ein Fenster. Ja, das ist die Küche. Ist das das Erdgeschoss oder ist das das? Das ist das Erdgeschoss. Ah, das ist doch das Erdgeschoss. Okay. Das ist noch die Küche, die ist ja normal gelegen auf der gleichen Höhe wie alles andere. Okay. Ich schau mal, ob ich noch einen anderen. Nope. Da die. Ah, ich habe ein Bild von der Treppe. Da. Die ist so steil. Das ist eine richtig steile Treppe, die da hochgeht. Okay. Okay. Cool.
Und am Vordergrund ist die, Die ist auch deutlich schmäler, als wir sie jetzt gezeichnet haben. Ich glaube, da trügt vielleicht auch ein bisschen das Objektiv, das verwendet wurde, war, dass das alles ein bisschen verzieht. Also sie wirkt etwas steiler, als sie wirklich ist, und sie wirkt auch etwas schmaler, vor allen Dingen nach hinten hin, als sie wirklich ist. Aber ist das etwas, wo zwei Personen problemlos nebeneinander hoch und runter gehen könnten? Ja, okay, gut, definitiv. Dann lassen wir es so. Beziehungsweise wo man auch in einem Ballkleid rauf und runter rauschen kann, wenn man denn will. Okay, gut, dann ist es tatsächlich die Perspektive. Hm. Und wie Nico auch gerade im Text geschrieben hat, diese Karte muss aber auch nicht zu eins die Realität abbilden, weil die Realität Kopfschmerz verursacht ist mit ihren Halbebenen und dergleichen. Also man hat so schon das Gefühl, dass nicht alle Winkel in dieser Burg wirklich mit der Realität übereinstimmen. Das ist normal. Gut, 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 gut. Dann lassen wir das jetzt mal so und machen ein bisschen weiter. Wo sind jetzt nochmal genau welche Zugänge? Das würde mich es ist aus der Haupthalle, geht jetzt nach rechts eine Tür, eine weitere Doppelflügeltür rüber in den Aufenthaltsraum. Ins Unterzimmer, oder? Ins Unterzimmer. Es wird gerade gefragt von Ailashijan, Kulemaki Akademie Fasar. Nein, es ist das Kollegium der kreuzenden Kräfte. Und der Titel ist noch sehr viel länger gewesen. Es wurde darüber abgestimmt und Magier können irgendwie nicht unter 5 verschiedenen Worten in einem Titel. Und das ist in der Nähe von Honingen. Das ist unsere LARP-Baby-Akademie, die nie ihren Akademiestand tatsächlich bekommen hat. Aber als Kollegium wird dort unterrichtet und ihr Kollegiumsleiter ist ein offizieller Lehrmeister in DSA geworden. Kollegium der kreuzenden Kräfte und der magischen Verständigung zu Honingen. Koike Paolo fragt, was benutzt ihr als Grundlage, um das nachzuzeichnen? Hattet ihr einen alten Grundriss oder habt ihr selbst freihand eine Skizze gemacht und selbst gemessen? Das ist der Grundriss, den die Burg selber zur Verfügung stellt auf ihrer Website, um zu zeigen, halt, was für Räume zur Verfügung stehen und wie das Gebäude aussieht. Und der mich fast vor mehr Fragen stellt, als ich hatte, bevor ich ihn gesehen habe. Wie dieses Gebäude überhaupt zusammengesetzt ist. Und das ist eine Flügeltür, hast du gesagt? Mhm, das ist wie auch die Außentür. Ja. Ist das eine zweiflügelige Tür? Von mir aus, ich brauche das Bild nicht mehr, das du noch zeigst. Ich weiß nicht, ob du es noch zeigst oder nicht. Ja, ich zeig's gerade noch. Warte, ich wechsle wieder. So, das ist deine Flügeltür. Die ist dann dementsprechend hier. Mhm. Ja. Die wird jetzt fast ein bisschen klein, oder? Ja. Ich habe keine größeren Flügeltüren im Moment. Das ist der Grundriss, ist einfach sehr groß. So nein, entschuldige, mein Fehler. Natürlich wirkt die so klein, weil ich ja mein Grid noch auf die Hälfte verkleinert hatte und die Türen passen sich ja ans Grid an. Wenn ich sie jetzt platziere, passt sie auch. There you go. Tada! So. Das heißt aber in Wirklichkeit, dass meine Eingangstür hier unten gerade irgendwie ein Problem hat. Das muss ich ein bisschen breiter ziehen. So. Und dann setzen wir die Tür dann nochmal. Wie, mein Grundriss ist falsch. Wo ist dieser Raum hin? Wir hatten tatsächlich auch Teile einer Con, wo die Leute dann irgendwie an der Stelle, wo ihre Bibliothek hätte sein sollen, nur eine glatte Wand vorgefunden haben. Oder dass Türen in den Limbus, also in den Nebel zwischen den Welten geführt haben. Dafür haben wir in einem Raum. Der Limbus wird so beschrieben als ein Nebel, in dem du nicht wirklich Schwerkraft spürst und alles nicht anfassbar ist und ganz seltsam. Und du kannst nicht weit schauen und nicht weit hören. Und wir haben da den ganzen Boden mit Laken, den ganzen Raum mit Laken ausgehängt und auf dem Boden Matratzen verteilt. Und die Leute gesagt, der Limbus darf nicht mit Schuhen betreten werden. Und ich habe irgendwann eine Spielerin, die chaotisch wegteleportiert wurde, in den Limbus gepackt. Und da wurde halt, lief auch komische Geräusche und dann wurde mit einem Projektor irgendwie buntes Licht an die Wand geworfen und so. Und ich stehe draußen und warte drauf, dass sie jetzt wieder ins Spiel kommt aus dem Limbus. Und ich warte und ich warte und ich warte. Und irgendwie nach so ein paar Minuten gucke ich rein und sehe, wie sie auf diesen Matratzen auf und ab hüpft und sich freut. Das sind so Dinge auf der ersten Con, die sich ins Gedächtnis eingebrannt haben. Bitte, wir haben den Limbus nur, um da Leute hin und her hin zu teleportieren. Aber da stellen wir fest, dass ein Raum, der voll ist mit Matratzen, irgendwie einen sehr großen Reiz ausüben kann, auch auf Erwachsene. Ich mach grad meinen Turm zu. Oh, du hast dem Turmkreis Katzenohren gemacht. Das ist gerade passiert, in meiner Interpretation. Ich versuche gerade
hier noch, weil da führt ja ein, du hast gesagt, das ist gesperrt, für dich ist das ja eigentlich ein Geheimgang. Da ist eine winzige Tür, aber die ist halt immer abgeschlossen, deswegen wird die von allen ignoriert und als so schwarzes Brett aushangmäßig benutzt. Aber das ist wirklich nur so eine winzige Tür. So, und da diese winzige, hier. Ich bin mir nicht sicher, was passiert, aber es sieht lustig aus. Ja, er passt das jetzt exakt ans Grid an und ich kann hier jetzt, sollen wir hier eine Tür oder sollen wir den als Geheimgang lassen? Theoretisch, das ist eine gute Frage. Theoretisch führt diese Tür, warum snappt er da? Achso, weil da so viele Punkte sitzen jetzt gerade. Das ist... Also ich finde, wir können eine Tür hinmachen. Und dann anmerken, dass die seit irgendwie 50 Jahren keiner mehr, also im Text dazu anmerken, dass die in 50 Jahren keiner mehr geöffnet hat und man nicht genau weiß, wo dieses Treppenhaus überall hinführt. Ist nicht ganz klar, warum meine Tür, die springt da so hin und her. Ja, selbst die Tür will da nicht hin, ja? Das ist ein sehr mysteriöser Raum. Ja. Türen lassen sich nicht auf Punkte platzieren. Da ist ein Punkt gewesen, der noch im Weg war. Und jetzt geht's. Jetzt. So. Ha! Eine Tür. Jawohl. Okay, wunderbar, gut. So, wird es diese Karte als Public in Dungeon Fog geben, wird gefragt. Also soweit wir heute kommen und dann werde ich sie euch. Beziehungsweise dann kann ich übernehmen und dran rumstümpern und dich um Hilfe fragen. Je nachdem, genau. Wie wir die Zeitaufteilung machen. Wie geht es dir mit von den Bodenfliesen her? Sind die zu groß? Hast du das Gefühl, dass, ich meine, die Größe der Bodenfliesen definiert dir jetzt so ein bisschen als Spieler. Wie groß der Raum ist. Wenn wir annehmen, dass das sozusagen wieder im Spielerjargon, wenn das fünf Squares wären, also fünf Feet per Square, ja, dann könnten hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also so viele Leute könnten dort stehen. Ein bisschen größer ist der Raum insgesamt. Ein bisschen größer ist der Raum, ja. Mhm. Das heißt, wir könnten die Boden fließen. Nochmal ein bisschen wieder. Schauen wir mal, wie es bei 100 ausschaut. So. Jetzt passen da mehr Leute rein. Ja, 15. Wie viele Leute würden jetzt reinpassen? Naja, wenn du sagst, auf jede Kachel passt eine Person, dann sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, Leute. Irgendwo dazwischen müssen wir uns bewegen. Ich glaube, der Raum passt, wenn da viele Leute drinstehen, passt er fast so 2 Dutzend auf jeden Fall. So. Dann bewegen wir uns jetzt irgendwo dazwischen. Gut, das nehmen wir. Ausgezeichnet. Was bedeutet, wir können mit diesem Paintroller, den es da gibt, wir können diesen Wert übernehmen und jetzt auch auf den Rest anwenden. Genau, ich glaube, jetzt habe ich hier alles erwischt. So. Und auch in den Kamin. Sicher ist sicher. Guter Punkt zum Speichern zwischendurch. Gut. Was ist hier drin? Achso, ja, nein, das passt. Da ist die Tür. Da kann man dann, das mache ich normalerweise gerne auch, damit ich noch weiß, dass hier die Tür ist. Da führt ihr eine kleine Treppe rauf, nehme ich an, oder? Also zumindest. Das ist so eine Halbstufe einfach nur. Eine Halbstufe. Ganz flache, ja. Dann machen wir hier eine Halbstufe hin. Mhm. Und normalerweise sind die Wo ist mein Stein? Ah, ich bin im Falschen, ich bin im Bearbeiteten. Natural Stone hinein. Ja, machen wir so. Mhm. Und richten sie ein bisschen Ups, das ist zu viel, das ist gut. Richten sie ein bisschen aus. So. Das Problem ist ästhetisch versteht man das nicht wirklich als Stufe, weil es nur eine Stufe gibt. Mhm. Das heißt, wir behelfen uns hier jetzt im Prinzip damit, dass wir daraus 2 Stufen machen, auch wenn das natürlich nicht 100%ig korrekt ist. Das muss es ja auch nicht sein, 1 zu 1. Jetzt kann man erkennen, was es ist. Jetzt verstehen wir deutlicher, dass das eine Treppe ist. Okay.
Das heißt, wir kommen hier rein, hier führt das hinauf. Ist hier irgendwelche Deko? Es ist ja eine Magierakademie. Also, ja, jetzt können wir Deko raten. Außen ist links neben der Tür hängt eine kleine Glocke, die Essensglocke. Links neben der, du meinst hier? Nein, tatsächlich, wenn man von draußen ins Gebäude reinkommt. Das erste sozusagen an Deko, was spielerischen genau Mehrwert hat, ist eine kleine Glocke, die man so bimmeln kann. Jetzt kommt der Part, wo wir Dungeon Fog Asset raten machen. Habt ihr eine kleine Glocke? Glocke? Ja, haben wir. Ihr habt eine Glocke. So, und die platzieren wir gleich mal hier hin. So. Ding dong. Dann, in dem Raum ist ein schwerer Vorhang hinter der Tür, so gegen den Zug. Habt ihr Vorhänge? Oder irgendetwas, was sowas markiert? Wo in dem Raum? Hier hinten? Wo es zur Toilette Nein, geht? Tatsächlich, ich war jetzt gerade versucht, auf dem Bildschirm zu zeigen, als könntest du das sehen. Nein, beim Haupteingang, wenn man da reinkommt in die Halle, ist hier dann auf der Höhe genau ein Vorhang. Ah, okay. Da haben wir von Keora einen Vorhang. Ich kann dir die Wahl geben zwischen so etwas, umfärben können wir ihn, oder etwas dezent. Den finde ich schön. Den finde ich schön. Genau, dezent ist das falsche Wort, aber etwas strukturierter. So, da haben wir einen Vorhang, der dort hängt. Jawohl. Und dann ist ein Kamin in diesem Raum. Und ich glaube, irgendwie tote Tiergeweihe an der Wand oder sowas. Okay. Ein Geweih über der Tür, genau, wird mir bestätigt. Ich habe mich richtig erinnert. Ein Kamin. Ein Kamin, ich versuche mich gerade zu erinnern, wie ich das Ding benannt habe. Wenn es nicht Fireplace war, dann ist es ein anderes Wort für Kamin auf Englisch. Wäre... Okay, Fireplace. Ich habe keine Ahnung. Wir schauen einfach nach. Ich wollte es nach dem Text suchen, aber wir können natürlich... Ein Stove wäre das hier. Oder... Chimney? Furnace? Furnace. Mantle. Mantle. So. Oh ja, sehr schön. So einen hier oder ein bisschen flacher wäre noch der, wo ein bisschen was drauf ist. Oh ja, sehr hübsch. Und der steht wo? Der steht... nördlich der rechten Tür an der Wand und verengt so den Laufweg nach Norden zur Tür hin. Der hier? Ja. Okay, setz mal ein bisschen hinein, damit ihr von der Wand verdeckt. Okay, gut, jawohl. Ich habe den Eindruck, dass ihr da... Nein, das passt, wunderbar. Und Geweihe, habt ihr jetzt gerade gesagt. Da waren ja, da hat irgendjemand ein Hirschtier an die Wand gehängt. Das hinge über der Tür. Das kann man, glaube ich, so echt nicht gut darstellen. Über der Tür? Hier? Nein, es ist nach Nordosten raus. Ist eigentlich noch mal eine Tür in dem Durchgang. Beziehungsweise die ist ja nur halb hoch. Das Stockwerk ist ja zwei hoch. Okay. Aber wenn man da jetzt ein Geweih hinpackt, ist das etwas missverständlich. Das heißt, wir können es an irgendeine Wand packen und sind sehr zufrieden damit, dass diese geschmacklose Deko enthalten ist. So zum Beispiel, ja. Ja, so. Jetzt ist es zwar, jetzt sitzt es zwar dahinter, aber wenn ich auf Rough Walls gehe, sitzt es drüber. Mhm. Machen wir ein bisschen kleiner, drehen es ein bisschen, damit es da schön in die Ecke passt. Gut. Sehr hübsch. Okay. Ja, ich fühle mich jetzt schon heimelig. Okay. Mörderhirsch, schreibt das hier, ich weiß hoffentlich nicht. Also, ja, es ist ein Mörderhirsch, weil er sehr cool ist, aber ich hoffe, dass niemand ihm zum Opfer fällt, wenn das Ding von der Wand kommt oder sowas. Okay. Und damit haben wir die Eingangshalle im Grunde schon fertig. Genau, was ich mir angewöhnt habe mittlerweile, und jetzt gerade sind wir davon abgewichen, vor lauter Tratschen, ist, ich platziere mittlerweile immer zuerst meine Lichtquellen, weil ich dann, wenn ich die Props platziere, nämlich gleich einschalten kann, ob die Schatten werfen oder nicht. Ich hole mir also für den Raum hier jetzt schon mal eine Lichtquelle. Ich habe von unserer letzten Cyberpunk-Karte habe ich da noch ein paar Lichtquellen. Das setze ich mir mal hier eine hin und modifiziere die jetzt. Das erste Mal, die Lichtquelle selbst wird dann unsichtbar sein, die brauche ich. Die wird man nicht sehen. Ich setze sie hier mal hin. Und jetzt ist die Frage, es ist eine Magierakademie, wie ist das generelle Licht dort drinnen? Ist das schummrig?
diesig oder ist das mit fliegenden Orbs ausgeleuchtet? Was ist Das so ist der Ton? eher schummrig diesig. Okay, das heißt, wir gehen von der Farbe her wahrscheinlich eher in sowas Ja, Kerzenscheinartiges genau, irgendwo hinein. in den warmen Orangenbereich hinein. Das ist zu viel des Guten. So, wir Das dürfen es sieht gut nicht aus. übersteuern, weil wir dürfen nicht vergessen, wir sind hier bei voller Beleuchtung. Üblicherweise wäre die Ambience dann wahrscheinlich so irgendwo. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir das Licht eben so hoch steuern, dass hier alles auch sehr schön ausleuchten kann. Und das heißt, die 80 finde ich wahrscheinlich gut. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht weiter strahlt. Und vielleicht muss man hier sogar auf 90 raufgehen. Okay? Das sieht richtig gut aus. Ja, und jetzt ist eben die Frage, wirft der hier nicht vielleicht Schatten? Ups, nicht Leitsoß, Schatten. Das ist Und offensichtlich. mehr kann hier im Moment jetzt eigentlich eh noch nicht Schatten werfen, weil die Ja, Treppe. ich glaube, die Treppe bräuchte noch irgendwie. Eine Beleuchtung, meinst du? Genau. Genau. Die könnten wir tatsächlich so machen. Ich würde dann hier nur, weil die ja nur angedeutet ist, dass hier was ist, ich würde hier einfach das Schwächer Licht lassen. Ja. runtersetzen. Und damit dann nicht, entsteht ja jetzt hier so ein Lichtwurf. Da gehe ich jetzt hier auf 5 Grids und damit leuchtet die nicht mehr so weit. So, damit haben wir die, jetzt könnte man sogar schauen, ob wir die nicht ein bisschen hochdrehen. So, sieht doch gut aus. Das sieht richtig gut aus. Okay. So, und das heißt, wenn wir jetzt in den nächsten Raum reingehen, Kopieren wir die Lichtquelle. kopieren wir die Lichtquelle. Die ist ziemlich heftig von der Reichweite her. Ich glaube, dass das 6, möglicherweise sogar 5 ausreicht. Bisschen Damit die Nischen schummrig. einfach ein bisschen dunkler werden. Ne? Das hier sind Fenster, oder? Das heißt, die Schießscharten, da sitzen Fenster drinnen. Genau. Und da werden wir jetzt ebenfalls Doppelfenster reinsetzen. Da sehe ich schon wieder, das Da passt ist nicht irgendwo ein ganz. Punkt. Ich glaube, ja, beziehungsweise, da müssen wir gucken, die sind möglicherweise zu eng, die sind zu dicht aneinander. Die Punkte, er kann da nicht gut hinsetzen. Weil hier ist kein Punkt, hier ist jetzt auch kein Punkt mehr, das ist gerade ungerade geworden. Und jetzt sollte es passen. Jawohl, na komm, da, ich hab's, da war's. So, da haben wir ein Fenster. Und ich nehme an, da unten ist jetzt gleich dasselbe Spiel fällig. Das ziehen wir auch ein bisschen. Auseinander. Almost. So. Das müssen wir ebenfalls. Noch So, ein kleines bisschen ich mache nachjustieren. das mal weg, damit dieses Geflimmer uns nicht alle in den Wahnsinn treibt. Das justieren wir ebenfalls ein bisschen nach. Und der Punkt ist auch nicht gut. So. Und diese, Entschuldigung, ich bin ein Pedant. Das tut mir sehr leid. Dieses Fenster ist nicht symmetrisch. Hier ist es nicht symmetrisch. Und jetzt solltest du eigentlich theoretisch irgendwann, so, ganz knapp in der Mitte sitzen. Er mag mich immer noch nicht. Okay, besser. Und Fenster! jetzt kann ich den Punkt hier hoffentlich. Ah, es ist nicht ganz, es kommt nicht ganz dorthin, wo ich hin will. Die Originalburg ist auch krumm und schief. Genau. Wir werden jetzt hier noch einmal, um das zu begradigen, unser Grid umstellen. Und jetzt schauen wir uns diese Punkte nochmal an. Die setzen wir jetzt der Einfachheit halber. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Genau. Da muss der Punkt sitzen. Ich arbeite einfach an den Ecken. Das macht mein Leben viel leichter. Weil wenn ich jetzt, ups, komm, oh, jetzt habe ich 700 eingegeben, oder? Wir Ja. werden es gleich sehen. So, jetzt sitzt es de facto wirklich zentriert.
Und jetzt kann ich einfach hierher gehen und sagen, mach das ein bisschen schief, mach das ein bisschen weniger schief. So, und dann haben wir da auch eine ganz hübsche. Okidok. Und damit ist die Frage, was ist hier drin? Ich habe da, das ist die Bibliothek, genau, nochmal das Bild, das ich dir eben schon gezeigt hatte. Ja, genau. Da sind 4 Tische drin, normalerweise mit Stühlen drumherum. Runde Tische. Und das soll in der Magierakademie auch so sein. Eckige Tische. Das soll in der Magierakademie auch so sein. Eckige Tische hast du jetzt gerade gesagt. Das heißt, wir gehen in Fantasy Decoration, holen uns ein paar. Das sind da Tables. Wo sind sie? Da. Und das sind, wie viele Leute sitzen da an einem Tisch? 6. In der Regel. Also es ist tatsächlich außenrum, in den Ecken sind eingebaute Bänke, aber ich glaube, das wäre jetzt echt hart, die da dran zu tütteln. Schreckt mich jetzt auch nicht. Ich frage mich nur, wie ich 6 Tische hast du gesagt? 4 Tische mit jeweils 6 Tische. So, Entschuldigung. Ja, 4 also Tische Kopfende, mit Kopfende und 2 an den Seiten. Kann man da, wenn man da jetzt noch einen Tisch drauf droppt, das als Gruppe so kopieren? Ja, genau. Das wäre nämlich dann jetzt die Frage von, oh Gott. Wird dort gelesen, wird dort gegessen? Da wird gelesen und gegessen, eine wilde Mischung. Okay, also es dürfen, dann dekorieren wir die Tische nachher. Dann nehme ich mal einfach nur so einen. So, und was ich natürlich machen sollte, ich sollte mein Licht wieder einschalten. Denn bevor ich diese Gruppe kopiere, schalten wir hier gleich den Schattenwurf ein. Und der Tisch selber wirft natürlich auch einen Schatten. So, aber die Schatten werden teilweise auf den Tisch geworfen. Ja. Jetzt bin ich irritiert. Ja, ja, das ist, wie gesagt, man ist schnell versucht zu glauben, dass Dungeon Fog tatsächlich mit Perspektive und Höhe und Tiefe arbeitet. Wir simulieren ja nur, dass wir eine Höhe und eine Tiefe haben. Das heißt, dieser Tisch erbt zwangsläufig, wenn wir ihm das nicht beibringen, dass er das nicht tun soll, erbt er die Schatten. Ja? Mhm. In dem Moment, wo ich den Tisch aber auswähle und sage, bitte zeichne ihn mit normalem, nimm das normale Licht, aber nimm keine Schatten, dann funktioniert es auch. Nur automatisch kann es das System nicht erkennen, weil es ja keine Höhen- und Tiefeninformationen hat, nicht weiß, was liegt über wem in Wirklichkeit. Ja. Dory verschreibt gerade, dadurch, dass Dungeon Fog aus Österreich kommt, würde es mich wundern, wenn es keine Eckbank gibt. Natürlich, es gibt jede Menge Eckbank. Du kannst auch schnapsen an dem Tisch. Und Heuringbänke fehlen uns, glaube ich. Nein, haben wir. Wir haben sogar extra Heuringbänke. So, zu symmetrisch. Ihr habt extra Heuringbänke. Ja, wir hätten extra Heuringbänke gemacht. So, damit sind wir ganz zufrieden, oder? Ja. Das heißt, das sieht gemütlich aus mit den leicht schiefen Stühlen. Jetzt würden wir gerne 4 Stück davon haben. Ja. Gut, das heißt, was ich mache ist, ich kann mir hier im Content erstmal speichern, das ist immer klug. Dann schalten wir das Licht wieder aus, weil das verbraucht nur Ressourcen im Moment. Ich erstelle mir jetzt eine Gruppe und nenne die Tische. Welch ungewöhnlicher Name. Und da packe ich jetzt meine ganzen Sessel hinein. Ich mache das von unten nach oben, weil dann sortiert er sie gleich wieder richtig, weil alles, was in die Gruppe hineinkommt, wird an erste Stelle in der Gruppe sortiert. Wenn ich es also von unten nach oben befülle, habe ich nachher genau die richtige Reihenfolge wieder. Und jetzt habe ich hier eine Gruppe, die kann ich duplizieren. Und wo steht die andere? Die stehen halt tatsächlich einfach so jeder in einer Ecke. Und sind die ein bisschen schief? Ja, die können gerne ein bisschen schief sein. Das sieht so gemütlich aus. Und so. So, da ist genug Platz. Hat das hier eigentlich, das hat ja, nehme ich mal an, das geht ja nicht auf Bodentiefe. Diese Erkerfenster, das ist so auf Hüfthoch ist da ein Holzgitter.
dass halt jetzt in der modernen Burg ist da die Heizung mit reingebaut, aber im Original wird das wahrscheinlich einfach eine Sitzfläche oder eine Ablagefläche gewesen sein. Und es wird meistens genutzt, wenn die Heizung nicht stark an das ist, heißt, um da Deko reinzulegen. Das heißt, konkret wäre es aber schön, wenn wir hier. No. Weg. Und Travis fragt, fehlt da nicht noch eine Tür? Das ist korrekt. Es fehlt quasi eine Tür von diesem Raum nach Norden in den anderen. Da hier ist noch ein Durchbruch drin. Kümmern wir uns gleich drum. Das da hier könnte aus Holz sein. Nein, das ist Stein. Ich mach mein Holz. Wood. Wo ist mein Holz? Till und sein Holz. Wo ist mein Holz? So. Genau. Und ich habe das Gefühl, das kann man vielleicht sogar so ein bisschen rausziehen. Ich habe eine neue Maus und ich muss mich erst an mein Mausrad gewöhnen. Ja, das kenne ich. Gut, wunderbar. Jetzt schalten wir mal solange das du nicht Shooter spielst, ist alles noch gut. Oh. Schaut doch gleich richtig cool aus hier. Ja. Das heißt, jetzt müssen wir dem Raum hier oben noch einen Zugang in den anderen Raum verpassen. Und das machen wir ganz einfach, indem wir sagen, hier, wir trennen den Split. Und nochmal Split. Haha. Und nochmal Split. Und nochmal. Ups, 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 ups. Ah, ja, ich weiß, was hier los ist. Dass man das Grid zwischendurch hochstellen kann und dann, wenn man alles platziert hat, wieder runter, ist irgendwie schräg. Solange dann alles da bleibt, wo es ist. Ja, die Texturen verändern sich mit. Tatsächlich ist das ist nicht working as intended. Im Großen und Ganzen ist das etwas, was wir einfach später mit der Community in Dungeon Fork herausgefunden haben, dass man sich so helfen kann. Das war nicht geplant. Das ist etwas, es war geplant, dass man sein Grid natürlich on the fly ändern kann, weil was ist, wenn man aus Versehen das falsche Grid gesetzt hat und man möchte das anpassen. Aber dass man sich sozusagen dieses Grid als Zeichenhilfe verwenden kann, um es mal kleiner, mal größer zu machen, um trotzdem eben präzise ausgemessen zu platzieren, hat sich zufällig ergeben. Da sind wir irgendwann mal draufgekommen und haben gesagt, okay, das ist ziemlich cool. Es führt nur leider für mich immer wieder zu völliger Verwirrung. Weil ich genau in diesem Moment. Genau, weil ich mich immer verzähle. Das ist das Problem. Denn die hier müssen ja de facto 1, 2, 3, 4, jetzt passt's. Hier sitzen. Dann stimmt das auch von der Symmetrie. Weil wenn ich es jetzt aufdopple, wird aus 4, 2. Und da passt natürlich jetzt auch diese Flügeltür hinein. So. Tada! Tada! Gut, haben wir. Das heißt, was könnten wir in diesem Raum, also was wir auf jeden Fall brauchen, ist, wenn du sagst, hier wird gegessen und gelesen, es ist eine Magierakademie, dann habe ich das Gefühl, dass hier eindeutig Bücher rumliegen müssen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen Essen direkt neben den Büchern, weil wir ein paar Schlunze in der Akademie haben. Ich schaue niemanden an, aber Dinge passieren. So, da haben wir jede Menge offene Bücher, die sind natürlich zu groß. Da sich der Hausmeister und der Akademieleiter gerade im Chat ein bisschen streiten darüber, wer bezahlt wird und welche Arbeit macht, ist auch die Frage, wie sauber sind diese Räume? Sollen wir da Spinnenweben in die Ecken hängen? Tja, ich weiß nicht, wie fleißig. Wie gründlich ist denn der Hausmeister? Also da der Hausmeister laut Verdacht vieler Leute gleichzeitig auch noch der Spitzel für die regionale Adelsgesellschaft ist, weiß ich nicht, ob er so viel Zeit hat, tatsächlich zu putzen. Jetzt ist er gerade sehr entsetzt im Chat. So, und dann liegt da hinten noch ein Stapel Bücher. Wir geben dem Hausmeister einfach was zu tun, oder? Mhm, wir machen Bücher aufräumen. Jetzt sagt der Akademieleiter, Steff, natürlich geht es am Kolleg sehr sauber zu. Ja, das. Was dafür wird er ja bezahlt, oder? Als Akademieleiter. Ich glaube, er gehört zu den Leuten, die vergessen haben, im Budget der Akademie sich selber ein oh je.
Das ist natürlich ganz schlecht. Er ist nicht sehr gut darin, das Geld einzuplanen. Obwohl, wir hatten eine Con, wo es damit anfing, dass er seinen Leuten in der Budgetbesprechung unterbringen musste, dass er 500 Goldstücke ausgegeben hat für eine goblinische Geisterfallenflasche. Und alle haben ihn zur Sau gemacht. Was passend ist, weil Goblins an Schweine glauben, bei DSA, an eine Schweinegottheit. Und es hat sich dann herausgestellt, dass das das wichtigste Artefakt für den Rest des Plots war. Worauf dann irgendwelche Leute gesagt haben, gute Investition, besten 500 Dukaten, die wir je ausgegeben haben. Aber. So. In diesen Fensternischen ist immer ein bisschen Deko, und in der, die nach Osten rausgeht, da wo du eben das Buch hingelegt hast, da ist meistens, wie gesagt, diese Meeresdeko. Netze, Trockenfisch, Muscheln, Perlen und sowas. Jetzt guckst du. Ha, ich habe einen Punkt gefunden, wo es noch keine Assets gibt. Ich fürchte das Beste, was ich... Oh, guck mal. Ha. Na dann, immerhin. Das war's. Immerhin Starfish. Ich kann dir einen Starfish dort, oder zwei Starfische dort reinlegen. Und steht dort eine Statuette? Du hast gesagt, das sind so Gottheiten, die da verehrt werden. Es ist nur ein Bild, weil die meisten Laper weder Geld noch Platz in ihrem Gepäck haben für eine Statuette. Aber ich finde das nicht unpassend. Das ist halt so eine Poseidon-artige Figur, die da angebetet wird. Bitte sehr, die hat zwar jetzt irgendwie Totenköpfe drauf, aber... So, und die darf natürlich einen Schatten werfen. Okay, und in der anderen Ecke, was wird dort verehrt? Das wechselt, je nachdem, wer gerade da ist. Also häufig ist wenn meine Geweihte da ist, wenn wir zwischendurch keine Plotcon haben, dann sind da Rosen, Wein, Pferde, die Göttin der Schönheit und der Liebe. Komm, dann schauen wir bei den griechischen Statuen, ob wir da nicht was. Die Statue der Liebhaber. Ja, dann... Das könnte ja so eine Statuette sein, die tatsächlich so ein bisschen, die so ein bisschen mit Offset da steht. Mhm. Und du hast gesagt Rosen? Mhm. Blümchen. So, ich gesagt, ich ziehe gerade eine Parallele zwischen dem Kollegen und Greendale Community College. Aus der großartigen Serie Community, die wir gerade auch wieder bingen. Und das ist mir bisher noch nicht irgendwie in die Gedanken gekommen, weil wir das Kollegium entworfen haben, bevor wir jemals Community geschaut haben. Aber es passt sehr gut. Gut, ich glaube, da können wir jetzt noch stundenlang Bücher dekorieren. Was ist mit, das könnten wir noch machen, wenn das mittelalterlich ist. Schauen wir mal, unser Guest Artist hat hier nämlich so wunderschöne... Nur leuchten dürfen. Kerzen! In diesem Fall dürfen die... Ja, geben wir ihnen... Sollen wir sie leuchten lassen? Ja, schon. Das ist schon. Also das Asset ist gleichzeitig auch sofort eine Lichtquelle. Genau, dieses Asset hier haben wir so eingestellt, dass es auch automatisch eine Lichtquelle ist. Wir müssen nur aufpassen, dass es jetzt nicht... Ich glaube, 7 Squares ist viel zu viel. Das müssen wir irgendwie auf 2 reduzieren. Das ist so ein kleine Lichtquelle. Es ist sogar 2 Squares, das ist zu viel. Wir müssen hier einen machen. Damit die nicht in Konflikt geraten, damit die nicht zu viele Lichtquellen sind, weil das schaut dann doof aus. Aber da könnten wir ja bei der... Oh ja, bei den Altaren. Kerzchen hin. Auf die darf keine, da darf kein offenes Feuer drauf, sonst dreht die Priesterin durch. Ich kenne sie persönlich. Die wird dann sehr wütend. Die kommt bei dir in Wien vorbei. Nee, okay, Gottes Willen. Keine Kerzen auf den Eiffelschrein. Das ist falsch rübergekommen. Ich freue mich sehr, wenn sie nach Wien kommt, um mich zu besuchen, aber nicht, wenn sie mich verhaut, weil ich Kerzen auf ihren Altar. Für gewöhnlich schreit sie einen nur an. Okay. Also das gehört dazu, die Gottheit predigt, dass man seinen Emotionen keine Zügeln auferlegen soll, sondern halt wie die stürmische See immer alles rauslassen. Das heißt, wenn sie auch nur ein kleines bisschen angetickt ist, wird auf rumgebrüllt und Dinge geworfen. Ich glaube, das ist ganz okay. Lass mal das mal so. Ja. Ich finde das wirklich sehr, sehr hübsch und gemütlich. Also gerade, dass alles ein bisschen schief ist und dass die Stühle irgendwie ein bisschen gerückt sind. Gibt es einen Begriff für diesen Effekt? Diese Antisymmetrie. Ja. Tatsächlich ist es ja so, dass in der Ästhetik
dieser Bruch von Symmetrie dazu führt, dass es natürlicher wird, organischer. Die schönsten Models, sagt man ja, sind Models, die kein völlig symmetrisches Gesicht haben. Ich ärgere mich aber, dass ich habe eine Augenbraue, die sitzt höher als die andere Seite. Ja, ja, perfekt. Das macht dich so schön, Maya. Jetzt kommt Schande. Die Nico, die mich gleich hauen. Diese Wiener. Aber ja, eben, ich bin auch wunderschön, bei mir ist alles schief und deswegen ist an mir ein Model verloren gegangen. Ja. Aber du hast dich dafür entschieden, Grafiker zu werden und erst eine Werbeagentur zu haben und jetzt eine Software, um Dungeons zu bauen und demnächst ganze Welten. So, das, was ich unglaublich gerne mache, ist dann, gehen wir hier auf 200%, ist mit dem Pinsel dann noch so ein bisschen verratzt einfach in den Boden zu bringen. Dazu zeichne ich mir hier mal eine Fläche, weil das passt ja farblich nicht sehr gut dazu. Mhm. Das heißt, jetzt mit gedrückter Alt-Taste sollte ich irgendwann an meinem, komme ich aber nicht, gehe ich in meine Brushes und selektiere ihn. Und jetzt kann ich hier nämlich zum Beispiel mit der Saturation ein bisschen runtergehen. Das schaut schon deutlich besser aus. Weil wir wollen es ja nicht, wir wollen es ja eher so dunkelgrau wie das hier und nicht so blaustichig, wie es eigentlich war. Mhm. Das heißt, ich gehe hier mit der Saturation ein bisschen runter. Vielleicht können wir mit der Lightness auch noch, das ist zu viel. Gehen wir auf 12, minus 12 runter. Ich glaube, das schaut ganz gut aus. Oder das kaufen wir uns ab. Mhm. Das heißt, du hast jetzt eine andere... Ich habe jetzt eine andere Textur genommen. Eine andere Textur drüber gemalt teilweise. Genau, und die verschiebe ich mir jetzt mal noch. Hoppala. Also, muss ein bisschen aufpassen, wo ich sie hinschiebe, weil ich so nah rangezoomt bin. Gehen wir auf 100% zurück. Da hat er nämlich manchmal, in unserem Fall hat er jetzt hier irgendwie ein Problem, da glaubt er, dass er das da nicht rendern kann. Ich glaube aber, in dem Moment, wo ich, genau, in dem Moment, wo ich irgendwas da updatet, dann nicht rechtzeitig. Jetzt habe ich mir nur nicht gemerkt, was ich gemacht habe. Ich bin mit der Saturation. Ja. Der Spieler von unserem Hausmeister fragt, warst du wirklich noch nicht da? Weil genau an der Stelle dazwischen den Fetischen ist der Boden wirklich zerlaufen. Da haben sie das furchtbare Linoleum-Zeug, was da ausgelegt ist, teilweise mit so Polstertacken wieder festgenagelt am Boden. Oh, wow. Das ist wirklich, könnte hübscher sein, sag ich mal. So, ich meine, das ist, ich denke, wir könnten diesen Raum für fertig erklären. Ja, von den Proportionen her haben wir das Gefühl, dass er wirkt ja jetzt, ich meine, es sind viele Leute drin, da können viele Leute rein, aber die Tische sind natürlich, wir könnten sie einen Tick größer, einen Tick kleiner machen, weiß ich nicht. Lassen wir sie mal so. Ich finde sie genauso gut passen. Exzellent, dann kämen wir ja eben in den nächsten Raum weiter. Da können wir wieder die Beleuchtung klonen. Und da sind nochmal, ich glaube, zwei von diesen Tischen, einer quer, mittig und einer seitlich längs vor dieser Fensteröffnung. Und dann, das ist das Putzige, ist in dem runden Teil hinten in dem Turm ein runder Tisch drin, der genau halt reinpasst mit einer Sitzbank drumherum, beziehungsweise dann in diesem Fall vereinfacht mit Stühlen, okay. Nehme ich an. Gut, gerne. Dann werden wir jetzt als allererstes einmal dieses Verbrechen hier los. Und machen uns hier nochmal einen anständigen runden Raum hin. Da holen wir uns diese Einstellungen und jetzt sagen wir von, wo ist der Mittelpunkt? 1, 2, 3. Theoretisch auf 3, gell? 3. Ja. 3. Wo ist die 3? Wo ist die 3? Wo ist die 3? Weiter unten? Hier, danke. Mhm. So. Und jetzt machen wir den. Rund. Die
Ich erinnere mich, als ich das erste Mal dieses Tool entdeckt habe, um die runden Räume zu machen, und dann so, na ha, 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 jetzt kommt in mein Dungeon überall so Absen rein. Und dann müssen wir bei dem hier, müssen wir wahrscheinlich die Wandstärke irgendwie deutlich dicker machen. So, ja, damit sind wir hier, glaube ich, sehr zufrieden. Dann kann ich den ganzen Gang hier killen, das ist gar nicht notwendig. Jetzt müssen wir nur, das ist ein Durchgang, oder? Da kommt man direkt rein. Genau, da ist einfach offen. In der Ansicht kommt leider das grandiose Porträt des Schulleiters in der Eingangshalle kaum zur Geltung. Oh je. Das wird schwierig, das darzustellen, dass an der Wand ein Bild von... Hier im Eingang? Ja. Hier wo hängt das? Gegenüber. Gegenüber? Ja. Hier? Also eigentlich da an der Wand, also da unter der Treppe, quasi neben unter der Treppe, okay. Das können wir nicht machen. Tut mir leid. Wir können es natürlich beim Aufgang auf die Treppe hängen. Das ist wirklich echt cool zu sehen, wie dieser Ort, den ich in real kenne, Stück für Stück hier entsteht. Das ist ein sehr abgefahrenes Gefühl. Aber jetzt wird vorgeschlagen, es als Mosaik in den Boden zu legen oder eine Statue aufzustellen. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Das schaut doch alles. Das sieht aus, als würde es funktionieren. Jetzt strahlt sogar das Licht rüber. Wir haben hier irgendwelche Fragmente, haben wir hier, weil diese Ecken nicht ganz. Zu viel. Das sieht gut aus. Ja, ich finde auch, das glauben wir uns gut genug. Es war sogar schon wieder zu viel. Und da ist, ich kann es versuchen. No, oh ja. Ich habe keine Ahnung, was du machen willst, aber es sieht für mich komplex aus. Ich wollte diese Punkte so ein bisschen nach unten. Ich will diese jetzt. So. Ja. Ganz leicht gibt es hier Fragmente, aber damit, wie gesagt. Damit können wir leben, auf jeden Fall, ja. Jetzt leuchtet hier noch das Licht rein. Ich glaube, es ist zu wenig Licht für den anderen. Achso, nein, warte mal, der hat ja hier auch ein Fenster irgendwo. Der hat ein Fenster, korrekt. Und zwar auch so ein Doppelfenster irgendwo. Hier? Mhm. Eigentlich wahrscheinlich. Ziemlich genau gegenüber vom Eingang. Ziemlich genau. Das sitzt er mir da jetzt auf irgendeinem Punkt? Nein. Dann machen wir das hier, weil wir wollen ja auch diesen Schießscharten-Effekt haben. Ziemlich genau gegenüber wäre. Wäre hier zwischen diesen Punkten. Ja, beziehungsweise diesen drei Punkten. Ist das hier? Ja, genau. Mhm. Das ist jetzt, ja. Das wäre ziemlich genau irgendwie. Wenn ich das auf Hidden stelle, dann habe ich hier so ein bisschen so einen Schießscharten-Effekt. Und ein Fenster. Das ist egal, genau. Wie groß. Ich setze das jetzt dahin. Da entsteht jetzt auch so ein Fragment, aber damit können wir leben. Ja. Und jetzt könnten wir hier theoretisch mal gucken, was passiert, wenn ich hier 50 gehe. Oh, nee. Ich weiß nicht genau, was da passiert. Ich habe das Gefühl, die Burg fächert aus auf einmal. Nee, das passt schon. Das passt schon so. Außerdem haben wir jetzt genug Platz, um hier einen Sessel reinzutun. Einen runden Tisch? Einen runden Tisch, genau. So, und dann holen wir das hier, das Licht hinein. Wie gesagt, das ist wieder viel zu viel. Da gehen wir mal auf 3. Ja, so ist gut. Und jetzt holen wir uns mal als allererstes gesagt, sind dann nochmal 2 Tische drin, genau. 2 Tische drin, die sich so. Einer quer, genau. Einer ist hier. Ja, und einer ist rechts unten quasi. Ja. Und einer wäre hier. Sehr gut. Ist das alles hübsch? Genau. Und das ist das auch lesen? Wird da auch gelesen? Da wird eher gemunkelt, aber ja, auch gelesen.
gemunkelt. Also je weiter man sich von dem Eingangsraum irgendwie zurückzieht, desto geheimer sind die Dinge, die besprochen werden. Wir haben vergessen, dass hier unten ja auch Essen stehen sollte. Plate, ich glaube. Oh, da stapeln sich so ein paar Grapes, irgendwas zum... Ah, das ist doch cool. Guck mal. Dann noch ein bisschen Essen hier hin und da stellen wir auch eins drauf. So, passt. Das heißt, hier wird gemunkelt und dann gibt es hier für die Leute hier an dem Tisch, der ist noch ein bisschen zu dünn dekoriert. Die kriegen auch was zu essen. Okay, das ist nett von dir. So, jetzt müssen wir uns da, ich glaube, hier geht sich jetzt, es sei denn, ich baue das irgendwie massiv um, aber ich würde sagen, hier gibt es nur ein Einzelfenster. Mhm. Das passt doch genau. Haha. Haha, sehr gut, das haben wir auch. Und jetzt brauchen wir diesen runden Tisch. Genau. Das machen wir jetzt der Einfachheit halber so, dass wir uns hier diese Tischgruppe wiederholen. Und aus der Gruppe schmeißen wir jetzt einfach mal den hier weg. Und dann holen wir uns ein Table. Und da gibt es unter Fantasy eh einen runden. Da gehört vielleicht ein bisschen. Du hast gesagt, eigentlich normalerweise füllt er den aus. Füllt er den relativ gut aus, den Raum, ja. Die Wände sind hier jetzt natürlich weniger dick, als sie im Original sind. Deswegen wird der Tisch dann ein bisschen lächerlich groß. Das heißt, wir können uns irgendwo mittig anordnen von der Größe her, würde ich sagen. Eben, weil der Tisch. In Proportion wäre das da hier wahrscheinlich noch glaubhaft. Ja, also zu groß. Also er ist wirklich tatsächlich sehr groß. Also wir haben darauf Eldritch Horror mit 12 Leuten gespielt. Dementsprechend. Oh, wow. Das heißt, da sitzen nicht 6 Leute, sondern da sitzen deutlich mehr Leute. Ja, drumherum. Also da können irgendwie 10 Leute oder ein Dutzend Leute können drumherum sitzen. Ja, dann machen wir ihn doch einfach. Das ist so ein richtig großer Konferenztisch. Das ist die Tafel rum. So, der hat natürlich hier, haben wir dasselbe Problem. Genau, keine der Schatten annehmen. Keine Schatten werfen. Und jetzt muss ich meine... geh da mal weg. Jetzt muss ich meine Sessel natürlich da ein bisschen nach außen ziehen. Eigentlich hast du gesagt, ist das so eine runde Bank drumherum? Ja. Aber ich glaube, da drehen wir durch, nicht, wenn das jetzt versucht nicht wird. Gut abbilden. Wir könnten es versuchen, aber ich glaube, es schaut auch nicht gut aus. Ich glaube... Mhm. Für die Spieler, für jemanden, der das hier sieht. Das ist der Tisch, an dem Mark Reinhagen betrunken eingepennt ist. Ich glaube, das ist der ist das nicht ein Tisch weiter unten in dem Raum? Ich weiß es nicht, aber auf einer der Cons, wir haben da ja auch dann Pen-and-Paper-Cons gehabt, die Heinz-Con Süd, und auf einer war Mike Reinhagen, der Vampire Erfinder zu Gast, ja. Kam dann sehr spät von einem Ausflug nach Limburg zurück, wo unter anderem eine Whiskybar besucht wurde, kam recht betrunken rein, fragte, was macht ihr? Wir spielen schlechte Solo-Abenteuer. Und er so, ja, ich bin dabei. Dann haben wir das alles spontan für ihn ins Englische übersetzt. Er hat sich aufgeregt, wie doof das ist. Es war halt DSA-1-Abenteuer, muss man dazu sagen. Die sind nicht zwingend gut und ist dann irgendwann mittendrin eingeschlafen. Und in dem Raum südlich davon wird immer die ganze Nacht Hero Quest gespielt. Mann, ich vermisse diese Con. Sehr nett. Und ist er dann irgendwann auch wieder aufgewacht und war, während alle anderen völlig müde sind, in voller Aktion? Ich habe seinen Freund. Nein, er hat es in sein Zimmer geschafft. Okay. Und wir haben ja das gedreht dabei, das war ja eine Aufnahme. Wir haben ihn dann gefragt, bist du dir sicher, dass du mitspielen willst, wenn hier die Kamera steht, weil du vielleicht nicht ganz nüchtern bist? Kein Ding. Frag mich auch ruhig nochmal, wenn ich nüchtern bin. Ich werde dabei bleiben. Der hat recht. Und ja, wir haben Borbrats Fluch gespielt. Das Abenteuer, das sich unter anderem dann als großartig dafür herausgestellt hat, weil es einen Raum gibt, in dem eine eiserne Jungfrau steht. Und Steff war so verzweifelt und wollte nicht mehr mitspielen, hat gesagt, ich gehe da rein und schließe die Tür und begehe Selbstmord. Und dann stellte sich heraus, dass das genau die Methode ist, um den Geheimgang dort drin zu öffnen. Und er hat nicht nur überlebt, sondern tatsächlich auch noch weitergemacht und den nächsten Raum gefunden, was ihn sehr fertig gemacht hat. Good times, good times. So, das ist jetzt übrigens hier im Hintergrund mein Hund, der sagt, hey, es ist jetzt aber Zeit für mein Abendessen. Ja, wir kommen auch langsam zum Ende von diesem
Von diesem Wort, würde ich sagen. Wir, normalerweise machen wir es maximal so 2 Stunden lang. Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde gestreamt. Und wir haben das Erdgeschoss, der fast Teil, der bespielt fertig. Wird, schon ziemlich, also fast fertig eingerichtet, korrekt. Ja, jetzt holen wir uns da noch ein Buch. Komm her, das Buch haben. Es liegt da. So. In welche Richtung liest man es? In die hier? Das glaube ich mir nicht. So. Und in die Mitte stellen wir noch ein paar Kerzen. Okay. Gut. Dann gehen wir wieder, pinseln wir uns hier wieder so ein bisschen. Den tüdeligen Boden rein, wo er zerlaufen ist. Genau, und holen uns noch schnell, damit wir auch das hier haben. Die Holzablagen. Holzablagen. Sehr schön, haben wir auch. Und damit, jetzt haben wir das Thema Geheimgänge so überhaupt nicht. Ja, es bietet sich ja an, ein nächstes Wort zu machen, wo wir uns dann über Geheimgänge Gedanken machen. Und überlegen, Wo die hier hinführen, da sind wir jetzt gar nicht angekommen. Aber ich finde, wenn man sich so anguckt, schauen wir uns das mal im Gesamten an. Das ist doch schon ein guter Ansatz Richtung einer Magierakademie. Ja. Ja. Unserer Magierakademie. Sehr schön, freut mich. Vielen, vielen Dank, Till. Das war erstens nicht nur wieder eine Sitzung, wo ich eine Menge Tricks gelernt habe, gerade was Beleuchtung angeht bei Dungeon Fox, sondern auch es, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, weil ich im Geiste durch diese Akademie wieder laufen konnte und durch unseren Veranstaltungsort da. Mal schauen, hoffentlich werden wir da irgendwann wieder mal Kommen. Guck mal, kommt doch ganz hin. Das ist ziemlich nah dran, ja. Ja, tada. Mama. Sehr cool. Ja, hat mir einen Riesenspaß gemacht. Und wir können gerne das nächste Mal wieder weitermachen da dran. Oder du machst sie fertig. Ich schicke dir nachher den Link und du kannst ihn ja dann über Dungeon Fox mit der Community teilen. Super. Ausgezeichnet. Dankeschön. Dann ich bis zum euch. Nächsten gemeinsamen What? What? Jawohl. Und einen Grüße, schönen Nachmittag Grüße an alle Team Zuseher. Und Familie und viel aus. Spaß mit, mit Hundeversorgung. Da mach's kommt gut. Noch einer auf Wiedersehen sagen. Oh. Ah. Oh. Jetzt. Bevor ich jetzt erschmelze, beende ich jetzt diesen Stream. Vielen Dank, liebe Leute, beim Zuschauen und Kommentieren. Heute läuft noch im Rahmen von Eukum, Spalter und Friends Julia streamt um 7:30. Die zeichnet wieder Fanart bzw. Charaktere aus ihrer, ich weiß nicht, ob man es Fanart nennen kann, wenn es die eigene Kampagne ist. Sie leitet für uns ja Star Trek Adventures und sie wird einen von den Nebencharakteren heute zeichnen. Und um 21.30 Uhr sind wir auch wieder da und da machen wir einen Late-Nerd-Show-Talk. Wie kriegt man Leute zum Rollenspiel? Also wie lockt man sie in das Hobby? Zum Beispiel, indem man schöne Karten zeigt. Das wäre zum Beispiel ein erster Schritt. Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Und dieser Hund ist sehr, 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 sehr lieb. Tschüss. Ja. Tschüss. Baba.